Schön, dass Sie und ihr so zahlreich dabei seid. Es haben sich über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichsten Bereichen, aus unterschiedlichen Städten und bundesweit auch für unser Kongress angemeldet. Und darüber freue ich mich sehr. Ich hätte Sie, euch natürlich sehr, sehr gerne hier alle persönlich begrüßt. Allerdings, Sie wissen, die Pandemiesituation lässt es nicht zu. Und deshalb haben wir auch dieses Mal auf ein Digitalformat geschaltet. Aber ich freue mich dennoch, dass wir zu so einem spannenden, ja und auch wichtigen Thema zusammenkommen und in Austausch treten. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Gäste und ihre Inputs. Es sind vor allen Dingen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, aus der Verwaltung, aus den Verbänden und vor allen Dingen aber auch aus der Antidiskriminierungsarbeit dabei. Und mit Ihnen werden wir heute in Austausch stehen rund um die Frage, wie kann der Diskriminierungsschutz hier tatsächlich und vollumfänglich in NRW auch gewährleistet werden. Denn der Schutz vor Diskriminierung spielt gerade bei uns hier in Deutschland eine ganz besondere Rolle und deshalb ist er ja auch in unserer Verfassung im Grundgesetz fest verankert. Und auch das vor 15 Jahren eingeführte allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist definitiv ein Meilenstein in der Bekämpfung von Diskriminierung. Aber die Realität ist leider, dass Diskriminierung immer noch im Alltag sehr, sehr präsent ist und dass auch diese Regelungen, die wir haben, nicht vollumfänglich vor Diskriminierung schützen können. Noch immer werden Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder vermeintlich ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres Geschlechts oder aufgrund einer Behinderung oder wegen ihrer sozialen Herkunft diskriminiert. Und das am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche, in der Schule oder bei Behördengängen. Für die betroffenen Personen ist das sehr, sehr verletzend und hat wirklich auch sehr nachhaltige Wirkungen. Und für unsere Gesellschaft ist das ein Pulverfass. Damit wir ein friedliches, aber vor allen Dingen ein demokratisches und chancengerechtes Zusammenleben hier haben können, bei uns im vielfältigen Land NRW, müssen wir diskriminierende Strukturen aufdecken und systematisch aber auch abbauen. Vor diesem Hintergrund wollen wir heute gemeinsam mit Ihnen, mit euch, mit unseren Experten der Frage nachgehen, wie kann tatsächlich ein umfassender Diskriminierungsschutz auch bei uns in NRW gewährleistet werden. Vor zwei Tagen haben wir dazu ein Gutachten, das unsere Fraktion in Auftrag gegeben hatte, der Presse schon mal vorgestellt. Und ich freue mich sehr, dass heute Professor Tischbirek die Ergebnisse dieses Gutachtens auch heute noch mal präsentieren wird. In dem Gutachten ist der Frage nachgegangen worden, ob es eventuell gesetzlich auch Lücken gibt, die hier noch mal gefüllt werden sollen. Und diese Fragen werden wir hier aufgreifen, damit wir noch in dieser Legislaturperiode konkrete Anforderungen für ein Landesantidiskriminierungsgesetz auch aufbereiten können. Technischer Hinweis übrigens, der Link zum Gutachten wird in den Chat gestellt. Und an dieser Stelle auch noch einige andere technische bzw. organisatorische Hinweise. Natürlich für alle Teilnehmenden hier vor den Bildschirmen gilt, Sie haben jederzeit die Möglichkeit über Question and Answer Funktion, Ihre Fragen, aber auch Anmerkungen zu stellen und wir werden sie aufgreifen, wir werden sie in die Diskussion einbringen und aus datenschutzrechtlichen Gründen achten wir selbstverständlich darauf, aber dass diese Fragen anonymisiert aufgegriffen werden, also in diesem Sinne keine Sorge. So, jetzt freue ich mich ganz besonders, dass ja, meine Kollegin und unsere Fraktionsvorsitzende Verena Schäffer die Begrüßung heute übernehmen wird. Und das macht sie nicht nur in ihrer Rolle als Fraktionsvorsitzende, sondern ich weiß, dass sie genauso für das Thema brennt und das Thema natürlich aber auch als innenpolitische Sprecherin auch nochmal ganz stark im Fokus hat. Herzlich willkommen, Verena. Schön, dass du da bist und du hast jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Verivan. Ja,
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herzlich willkommen hier im Landtag in unserem, ja, wie soll ich sagen, in unserem kleinen Studio, von dem aus wir hier heute senden. Und ich freue mich sehr, dass ich ein kleines Grußwort auch im Namen der Landtagsfraktion, der gesamten Fraktion auch hier sprechen kann. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. So lautet es im Artikel 3 des Grundgesetzes. Und dieser Gleichheitsgrundsatz ist ja eines der zentralen Pfeiler unserer Demokratie. Er ist genauso wenig verhandelbar wie alle anderen Menschen- und Bürgerrechte, die im Grundgesetz stehen. Und ich finde, dass sich unsere Demokratie oder generell Demokratien auch daran messen lassen müssen, wie sie mit Minderheiten, mit marginalisierten Gruppen umgehen. Und ich finde, dass Gleichstellung und Diskriminierungsschutz Voraussetzungen sind für unsere funktionierende und für eine lebendige Demokratie. Das Grundgesetz verpflichtet uns hier auch ganz explizit dazu, dafür zu sorgen, dass Frauen und Männer gleichgestellt werden und dass alle Menschen frei von Diskriminierung leben können. Hier in Nordrhein-Westfalen kann man, glaube ich, zu Recht sagen, dass wir ein Land der Vielfalt sind. Migration ist ja nicht erst seit der Arbeitsmigration der 50er und 60er Jahre ein prägendes Element unseres Landes, unserer Geschichte und unserer Gesellschaft. Wir haben ja erst vor kurzer Zeit den 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens mit der Türkei gefeiert. Heute leben fast 5,3 Millionen Menschen mit einer Migrationsgeschichte in Nordrhein-Westfalen, die ja ihre Wurzeln an allen Enden der Welt haben und auf unterschiedlichsten Wegen zu uns nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Und ich finde auch, dass diese Migrationsgeschichte Nordrhein-Westfalens auch eine Erfolgsgeschichte ist. Aber klar ist, glaube ich, auch, dass Vielfalt mehr bedeutet als das Thema Migration und eine Migrationsgeschichte. In Nordrhein-Westfalen haben wir eine ganz enorme Vielfalt an unterschiedlichen, ja, Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen, sei es die geschlechtliche und sexuelle Identität. Wenn wir zum Beispiel nach Köln gucken, wo wir eine große Queer-Community haben, die ja wirklich auch die Identität der Stadt mit prägt, wo es den bundesweit größten CSD gibt und wo klar ist, dass dieser CSD viel mehr als eine Party ist, sondern dass es eben darum geht, für gleiche Rechte von Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Intersexuellen auch zu demonstrieren. Oder wenn wir auf das Thema Behinderung gucken, auch das ist ja eins der Vielfaltsmerkmale. In Nordrhein-Westfalen haben etwa 10% einen Schwerbehindertenausweis. Weitere ca. 700.000 Menschen haben leichte Behinderung und immer wieder stehen diese Menschen auch vor Hindernissen, die eben nicht in ihrer Behinderung oder ihrer Beeinträchtigung begründet liegen, sondern einfach daran, dass es zum Beispiel keine Rollstuhlrampe gibt oder dass Aufzüge nicht funktionieren. Und ich finde, dass wir, und das ist nicht nur quasi etwas, was ich finde oder was ich mir gerne politisch wünsche, sondern der Staat muss gewährleisten, dass solche Hürden abgebaut werden und dass Menschen aufgrund beispielsweise einer Beeinträchtigung eben nicht diskriminiert werden. Wir sind also ein buntes und ein lebendiges Land im allerbesten Sinne. Und zur Wahrheit gehört eben auch, und ich habe das gerade schon bei dem Merkmal einer Beeinträchtigung ja angesprochen, dass gerade diese Menschen, die diese Vielfalt ja ausmachen, in unserer Gesellschaft viel zu oft marginalisiert werden, dass sie auch mit Diskriminierung konfrontiert sind. Und das sind nicht selten auch Mehrfachdiskriminierungen, weil die Personen eben mehrere verschiedene Merkmale, aufgrund dessen sie diskriminiert werden, auch tragen. Also vielleicht sowohl schwul sind und auch schwarz sind oder dass sie Frau sind und eben auch Rollstuhlfahrerin. Und ich finde es einfach wichtig zu sehen, dass es eine Diskriminierungserfahrung ist, die für die Menschen, vielleicht auch, dass sie schwer zu tragen sind und dass sie eben auch sehr verletzend sind. Das hatte gerade meine Kollegin ja eben auch schon gesagt. Es geht vielfach um Alltagsdiskriminierung. Manchmal ist es vielleicht eine sehr subtile Diskriminierung, ein abschätziger Blick oder ein Unterton in der Ansprache. Und das sind Beleidigungen und Angriffe, die
eben in einer demokratischen Gesellschaft nicht passieren dürfen und wo klar ist, dass der Staat auch dafür sorgen muss, dass diese Menschen sich auch gegen solch eine Diskriminierung wehren können müssen. Wir Grüne nehmen das nicht hin. Wir wollen das nicht hinnehmen, dass es diese Art der Diskriminierung gibt. Auf Bundesebene gibt es ja bereits schon seit 2006 das Antidiskriminierungsgesetz des Bundes, das AGG, eben auch deshalb, weil die Europäische Union die Länder dazu verpflichtet haben. Und Deutschland hat das ja sehr lange nicht umgesetzt. Jetzt gibt es seit 2006 das AGG auf Bundesebene. Und man könnte sich vielleicht auf den Standpunkt stellen und sagen oder meinen, naja, das reicht ja eigentlich und damit ist alles abgedeckt. Aber wir wissen, dass es in bestimmten Themenfeldern eben nicht greift, weil die Länder die Regelungskompetenz dafür haben. Und das gilt insbesondere für den Bildungsbereich. Wenn Schülerinnen und Schüler eine Diskriminierung durch eine Lehrkraft erfahren, dann können sie sich aktuell nicht auf das AGG des Bundes berufen. Dabei brauchen doch gerade junge Menschen, die Diskriminierung erfahren, auch Möglichkeiten, sich dagegen wehren zu können. Und deshalb haben wir uns noch mal sehr genau angeguckt, oder das war der Auftrag des Gutachtens, sich anzugucken, wo gibt es eigentlich genau Schutzlücken in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung hat ja ganz aktuell einen Gesetzentwurf ja vorgelegt, das Teilhabe- und Integrationsgesetz. Und in Artikel 7 befindet sich ein Paragraph, nicht Artikel, in Paragraph 7 befindet sich ein Paragraph zum Thema Antidiskriminierung. Und es ist gut, finde ich, dass die Landesregierung auch die wichtige Arbeit der Antidiskriminierungsbüros in Nordrhein-Westfalen aufgreift und ja auch damit anerkennt. Ich will aber auch sagen, dass für uns Grüne dieser Paragraph, diese Regelung nicht weit genug gehen, weil sie eben nicht dafür sorgen, dass es Sanktionsmöglichkeiten gibt dass Menschen sich darauf berufen können. Auch was zum Beispiel das Thema Entschädigungen angeht. Wir Grüne sind auch der Meinung, dass es in so einem großen Land wie Nordrhein-Westfalen neben der Beratungsinfrastruktur von Antidiskriminierungsbüros auch eine Antidiskriminierungsstelle auf Landesebene geben muss. Auch das ist eine Forderung, die wir in die Debatte geben und hier ja auch im Landtag auch schon gestellt haben. Ich will es nicht zu lang machen, sondern ich will, dass wir gleich tatsächlich auch in die Diskussion kommen. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion heute, weil ich glaube, dass es ein guter Start sein kann, um für mehr Diskriminierungsschutz in Nordrhein-Westfalen zu sorgen. Ich sprach das gerade schon an und auch Berivan hat darauf hingewiesen, dass Herr Tschitschbirek von uns beauftragt wurde, ein Gutachten zu erarbeiten, welche Regelungslücken und welche Nachbesserungsbedarf es im nordrhein-westfälischen Recht geben muss. Das wollen wir heute diskutieren. Er wird das ja gleich vorstellen. Und ich will vielleicht zum Abschluss noch mal sagen, dass für uns Grüne dieses Thema einfach so wichtig ist, weil für uns klar ist, dass wir in einer vielfältigen, lebendigen Gesellschaft leben wollen, in der alle Menschen unabhängig von Herkunft, von Hautfarbe, von Religion, einer Behinderung, von Geschlecht oder sexueller Identität hier sicher leben können und sich auch, wenn sie Diskriminierungserfahrungen machen, sich dagegen wehren können. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen heute eine tolle Veranstaltung, einen interessanten Austausch und wie gesagt einen guten Start dafür, dass es demnächst hoffentlich mehr Diskriminierungsschutz in Nordrhein-Westfalen gibt. Und jetzt übergebe ich gerne wieder an dich, Berivan. Vielen Dank, liebe Verena, für deine einführenden Worte in die Thematik. Es sind ja viele Punkte angesprochen worden, mit denen wir uns auch heute im Laufe des Abends nochmal beschäftigen werden. Besonders wichtig ist uns natürlich, wenn wir über Diskriminierung sprechen, auch dem betroffenen Menschen Gehör zu verschaffen. Und deshalb haben wir heute zu einer ersten Runde auch ein Videoblitzlicht sozusagen. Also wir haben zwei Videoblitzlichter und in der ersten werden uns Akteurinnen und Akteure von verschiedenen Verbänden, Beratungsstellen und Organisationen über ihre Erfahrungen mit struktureller Diskriminierung im Alltag ganz kurz auch berichten. Dies ist natürlich keine vollständige Übersicht, sondern
ein vielfältiger Querschnitt. Und wir wissen sehr wohl, dass vor allen Dingen Rassismus die häufigste Form leider auch immer noch von Diskriminierung ist. Und darauf werden wir auch gesondert nochmal in unserer Diskussion zu sprechen kommen. An dieser Stelle aber schon einmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Mitwirkenden in den Video-Statements von Sabra, der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit und Beratung bei Rassismus und Antisemitismus, vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma, vom Landesintegrationsrat NRW, vom Lesben- und Schwulenverband NRW, vom Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Köln, von arbeiterkind.de und von der Landesseniorenvertretung NRW. All diese Verbände haben jetzt das Wort. Bitte schön, Film ab. Der Bildungsweg in Deutschland ist leider weiterhin immer noch vom Elternhaus abhängig. Viele Schüler und Schülerinnen aus Familien ohne Hochschulerfahrung erleben des Öfteren, dass ihnen weniger zugetraut wird als ihren Altersgenossen aus akademischen Familien. Sowohl von Lehrkräften als auch in Beratungsstellen. Sie müssen häufig bessere Leistungen erbringen oder selbstbewusster auftreten, um zum Beispiel eine Gymnasialempfehlung zu bekommen oder ein Studium zu beginnen. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Roman Franz, ich bin der erste Vorsitzende vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma. Sinti und auch Roma sind im Alltag von strukturellen Diskriminierungen betroffen. In den meisten Fällen, sobald sie sich outen. Im Arbeitsleben, in der Schule und im Studium, bei den Behörden. Sie werden auch diskriminiert durch Unwissenheit über sie und ihre Kultur, sowie durch bestehende Vorurteile. Alt sind immer die anderen, nur nicht wir selbst. Das kennen wir. Aber problematisch daran ist, es folgen oft negative Bewertungen daraus. Zum Beispiel, ein junger Mensch, der beharrlich ist, gilt oft als durchsetzungsstark. Ein älterer Mensch, der Gleiches tut, gilt schnell als starrsinnig. Und mehr lächeln muss der Ältere auch noch. Guten Tag, mein Name ist Frank Bauer vom LSVD NRW. Strukturelle Diskriminierungen bestehen leider noch in vielen Bereichen und in anderen steht man gerade erst am Anfang, sie zu beseitigen. Zum Beispiel bestehen Diskriminierungen in Justiz und Polizei, und zwar innerhalb der Institutionen als auch im Verhältnis zu den BürgerInnen. In allen Bereichen der Bildung, sowohl in der Didaktik wie auch in den Materialien, zum Beispiel in Schulbüchern, finden sich immer noch große Diskriminierungen. In Pflege- und Jugendhilfe und in den Verwaltungen. Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich nicht nur in den politischen Rändern wiederfindet, sondern auch in der gesamten Gesellschaft, so auch in allen politischen Lagern und Parteien. Es ist wichtig, Antisemitismus in allen seinen Formen und in allen seinen Facetten zu bekämpfen. In der unter anderem von Sabra durchgeführten und von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW in Auftrag gegebenen Studie Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen, Wahrnehmung und Erfahrung jüdischer Menschen, wird deutlich, dass vor allem der israelbezogene Antisemitismus als Möglichkeit der sanktionslosen Artikulation antisemitischer Ressentiments als großes Problem wahrgenommen wird. Aber auch der Post-Shoah-Antisemitismus und der klassische rassistische Antisemitismus sind ebenfalls nach wie vor sehr virulent. Sowohl in der Studie als auch in der Beratungspraxis von Sabra wird deutlich, dass Antisemitismus im Kontext Schule ein sehr großes Problem darstellt. Und wir von einer großen Anzahl antisemitischer Vorfälle ausgehen müssen, die im Dunkelfeld liegt. Das Ministerium für Schule und Bildung bekämpft dabei aktiv das Problem und unterstützt auch die Arbeit von Sabra. Jedoch ist eine breitere rechtliche Grundlage hierfür von großer Wichtigkeit. Auch bei der Polizei werden antisemitische Vorfälle oft bagatellisiert und Betroffene nicht ernst genommen, wenn sie zum Beispiel Anzeige erstatten oder die Polizei aufsuchen. Dieses wird noch verschärft, wenn StaatsanwältInnen
und Gerichte Antisemitismus zum Teil nicht erkennen und auch nicht konsequent ahnden. Vielen Dank für diese so eindrücklichen Statements und ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich, weil ich weiß, was es bedeutet, ehrenamtlich vor allen Dingen unterwegs zu sein und sich aber trotzdem nochmal so sehr für die Sache einzusetzen und auch bereit zu sein, schnell mal solche Statements aufzunehmen, sie zusammenzufügen und rauszusenden. Also deshalb vielen, vielen Dank an alle, die hier nochmal mit ihren Statements mitgewirkt haben. So, nun freue ich mich auf die Keynote von Professor Dr. Tischbirek. Er ist ja heute schon mehrmals erwähnt worden. Und zwar hat er im Auftrag unserer Grünen Landtagsfraktion ein Gutachten erstellt, das der Frage nachgeht, wie es um den landesgesetzlichen Diskriminierungsschutz in NRW bestellt ist und inwieweit ein Landesantidiskriminierungsgesetz NRW entsprechende Schutzlücken auch füllen könnte. Hier noch einmal auch der Hinweis, dass Sie und ihr auf jeden Fall schon mal auch eure Fragen reinsetzen könnt, in Chat setzen könnt und da wird unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin Freya Kuhn nochmal die Fragen auch aufgreifen und gebündelt auch vortragen und wir werden dann anschließend und auch die Gelegenheit haben, nach dem Keynote von Herrn Tischbirek die Fragen gemeinsam aufzugreifen. Jetzt aber haben Sie, Herr Tischbirek, das Wort. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind, auch heute wieder und ich weiß, dass Sie schon die ganze Zeit zugeschaltet sind und sich auch alles nochmal angehört haben. Bis gleich und jetzt haben Sie das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich auch die Gelegenheit habe, bei Ihnen jetzt nochmal das Gutachten, welches ich verfasst habe, zumindest in den Grundzügen nochmal kurz darzustellen. Dazu einige Folien vorbereitet, nicht viele, ich will sie nicht erschlagen, aber so die Grundzüge würde ich gerne in den nächsten etwa 10 bis 15 Minuten des Gutachtens Ihnen kurz darlegen. Wenn wir zur nächsten Folie gehen, bitte. Hier sind aufgetragen die zentralen Ergebnisse des Gutachtens, die ich Ihnen gerne vorneweg auch schon mal nennen will. Ich habe mich ja vor allem mit der Frage beschäftigt, welche Vorgaben das Europarecht an das Recht in Nordrhein-Westfalen macht. Und bin da zum Ergebnis gekommen, dass auch das Land Nordrhein-Westfalen eben ganz unmittelbar an das Unionsrecht gebunden ist, vor allem an die vier sogenannten Antidiskriminierungsrichtlinien. Und dass, wenn man sich dann sozusagen die Vorgaben des Unionsrechts einerseits anguckt und andererseits das anguckt, was in Nordrhein-Westfalen an landesrechtlichem Antidiskriminierungsrechtsbestand schon da ist, dass man sieht, ja, es gibt erhebliche Umsetzungsdefizite zum Teil. Die Vorgaben des Unionsrechts werden hier eben nicht erfüllt. Das Ausmaß dieser Umsetzungsdefizite ist allerdings, und da muss man dann etwas genauer hinschauen, ist unterschiedlich. In einigen Bereichen ist es stärker ausgeprägt als in anderen. Darauf werde ich jetzt heute in dieser Keynote nicht im Detail eingehen können, aber das könnten Sie in meinem Gutachten dann im Detail nachlesen. Und im letzten Teil des Gutachtens geht es dann darum, wie kann man jetzt das Landesrecht europarechtskonform ausgestalten. Und in der Tat, da gibt es mehrere Wege, wobei sicherlich der Weg, und davon würde ich Sie gerne überzeugen, der Weg eines allgemeinen Landesantidiskriminierungsgesetzes für Nordrhein-Westfalen, der nicht nur juristisch, sondern auch rechtspraktisch naheliegendste und auch sicherlich schönste Weg wäre, hier unionsrechtskonforme Zustände herzustellen. Zur nächsten Folie bitte. Also ich würde kurz nochmal sagen, wie das Gutachten vorgeht. Es geht in drei groben Schritten vor. Im ersten Teil wird erstmal herausgearbeitet, was sind denn eigentlich genau die europarechtlichen Umsetzungsbefehle, die an die Mitgliedstaaten gesendet werden. Also ein unionsrechtlicher Teil. Dann im zweiten Teil des Gutachtens geht es darum, ja, welche Umsetzungsbefehle, die aus Europa kommen, richten sich denn eigentlich, wenn wir jetzt sozusagen die innerstaatliche Kompetenzverteilung uns angucken, welche dieser Umsetzungsbefehle richten sich an das Land Nordrhein-Westfalen, an die Bundesländer, also auch das Land Nordrhein-Westfalen? Und wie begegnet das dortige Landesrecht eben diesen Umsetzungsbefehlen? Um dann im dritten und letzten Schritt zu gucken, ja, welche Handlungsoptionen bestehen, wie können bestehende Defizite abgestellt werden?
Zur nächsten Seite bitte. Also wenn wir jetzt sozusagen den ersten Schritt gehen und uns mal angucken, was gibt es eigentlich europarechtlich? Artikel 21 der Grundrechtekarte und Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention sind Teil des europäischen Primärrechts, sie sind Teil der europäischen Verträge und enthalten sozusagen die Grundsätze. Da ist in Artikel 21 der Grundrechtekarte ein Diskriminierungsverbot niedergelegt, welches einige Kategorien aufzählt, auch mehr als im AGG genannt sind, mehr als im Grundgesetz genannt sind. Und auch Artikel 14 EMRK ist ein recht weitreichendes materielles Diskriminierungsverbot, was unter anderem eben Diskriminierung wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, aber eben auch der Behinderung, der Sprache, der Religion, Weltanschauung etc. verpönt. Dabei bleibt es aber nicht. Es bleibt nicht bei diesen recht grundsätzlich formulierten, offenen materiellen Diskriminierungsverboten, sondern das EU-Recht geht da noch sehr viel mehr ins Detail. Nächste Seite bitte. Und zwar wurden um die Jahrtausendwende vier Antidiskriminierungsrichtlinien erlassen, die zum Teil auch wieder reformiert wurden. Aber sie sind ungefähr 20 Jahre alt, also auch nicht mehr ganz jung. Und da sind eben zu nennen vor allem die Antirassismusrichtlinie, die Richtlinie 2043 EG, die Rahmenrichtlinie Beschäftigung, das ist die Richtlinie 2078 EG. Und dann gibt es noch zwei Richtlinien, die sich mit Geschlechterdiskriminierung auseinandersetzen. Und diese vier Richtlinien bilden zusammen eben mit dem eben genannten Primärrecht der EU das europäische Antidiskriminierungsrechtsregime. Ja. Was steht in diesen Richtlinien nun drin, was nicht schon in der Grundrechtekarte zum Beispiel steht? Zwei Aspekte sind meines Erachtens besonders hervorzuheben. Zum einen wird mal sehr viel genauer definiert, was eigentlich alles Diskriminierung ist. Da wird gesagt, nicht nur die unmittelbare Diskriminierung als solche soll verboten sein, sondern zum Beispiel auch die mittelbare Diskriminierung. Typischer Fall der mittelbaren Diskriminierung im Europarecht ist die Diskriminierung beispielsweise von Teilzeitarbeit. Also es ist ja immer noch statistisch so, dass Teilzeitarbeit weit überwiegend von Frauen ausgeübt wird. Und wenn jetzt eben Teilzeitarbeit bei gleicher Tätigkeit schlechter bezahlt wird als Vollzeitarbeit, dann ist das eben zwar nur eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Teilzeitarbeit, aber mittelbar dann eben eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Noch genannt in den Richtlinien ist aber auch die sogenannte Belästigung. Also wenn systematisch ein feindliches Umfeld mit Blick auf eine bestimmte Diskriminierungskategorie geschaffen wird, dann gilt das auch als Diskriminierung. Ebenso wie die Anweisung zur Diskriminierung. Also wenn sozusagen, wenn nicht selbst diskriminiert wird, aber eine andere Person gehalten wird, diskriminierende Tätigkeiten vorzunehmen. Also das eine Feld sind die Definitionen von Diskriminierung, und dann sehen die Richtlinien, und das ist fast noch wichtiger, bestimmte flankierende Maßnahmen vor, die das Diskriminierungsverbot als solches stützen sollen. Da geht es einmal um die Vorgabe an die Mitgliedstaaten, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorzuhalten, zum Beispiel über Entschädigungsansprüche, die dann aber auch entsprechend niedrigschwellig ausgestaltet sein müssen. Also wer diskriminiert wird, der muss sich dergestalt gegen Diskriminierung wehren können, dass er zum Beispiel auch einen Schmerzensgeldanspruch geltend machen kann. Zweitens, wichtiges Instrument für die Praxis, eine sogenannte Beweiserleichterungsregel ist in allen Richtlinien vorgesehen. Das heißt, wenn es sozusagen zum Rechtsstreit kommt, ist es in der Regel fast unmöglich, eine Diskriminierung als solche wirklich durchzubeweisen, denn es geht ja viel um innere Tatsachen, was spielt sich im Kopf des Gegenüber ab. Da können wir nicht reinschauen als Diskriminierungsopfer. Und um dieses Problem zu beheben, sehen die Antidiskriminierungsrichtlinien sogenannte Beweiserleichterungsregeln vor, sodass es genügt, bestimmte Indizien darzulegen, um dann sozusagen der Gegenseite einen Entlastungsbeweis aufzubürden. Drittens, und auch nicht minder wichtig, sind Beteiligungsrechte von betroffenen Verbänden, sodass es, wenn es zum Rechtsstreit kommt, oder aber auch im Verwaltungsverfahren, dass das Diskriminierungsopfer nicht ganz allein dahin gehen muss, sondern eben auch nicht nur
sozusagen psychologisch Stütze erfährt, sondern auch rechtlich auf den Erfahrungsschatz von betroffenen Verbänden zurückgreifen kann. Ja, zur nächsten Folie. Was das Ganze jetzt leider etwas kompliziert macht, auch mit Blick auf die Umsetzungsbefehle, die sich an Nordrhein-Westfalen richten, ist das Problem, dass die Richtlinien einen sehr unterschiedlichen Zuschnitt haben. Sie unterscheiden sich zum einen nach der regulierten Diskriminierungskategorie und dann nach dem Gegenstandsbereich, den sie betreffen. Was die Diskriminierungskategorie angeht, ist zum Beispiel die Richtlinie 2043. Sie beschränkt sich auf rassistische Diskriminierung. Nur rassistische Diskriminierung sind ihr Thema. Dafür hat die Antirassismus-Richtlinie einen sehr vergleichsweise weiten Regelungsbereich. Sie betrifft das gesamte Berufsleben, den gesamten Bildungsbereich, aber auch soziale Vergünstigungen und den Güter- und Dienstleistungsverkehr. Ein bisschen andersrum verhält sich es mit der Rahmenrichtlinie. Die reguliert verschiedene Diskriminierungskategorien, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung, hat dafür aber einen relativ engen Gegenstandsbereich, nämlich nur das Berufsleben. Und was das Problem der Geschlechterdiskriminierung angeht, gibt es dann nochmal zwei weitere Richtlinien. Die eine beschäftigt sich mit dem Berufsleben, die andere mit dem Güter- und Dienstleistungsverkehr. Und wenn wir jetzt diese Gegenstandsbereiche anschauen und dagegen halten, wie eigentlich die innerstaatliche Kompetenzverteilung nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland sich darstellt, dann sehen wir, nicht alle diese Gegenstandsbereiche sind einfach nur beim Bund angesiedelt, sondern wir haben auch gewichtige Bereiche, die in der Länderkompetenz, in der Regelungskompetenz der Länder sind. Zuallererst ist da natürlich der große Bereich der Bildung zu nennen, für den der Bund kaum Kompetenzen hat und das Allermeiste eben bei den Ländern da liegt. Ja, also der Bildungsbereich sicherlich der wichtigste Bereich, aber auch nicht der einzige. Auch was die sogenannten sozialen Vergünstigungen angeht und auch den Güter- und Dienstleistungsverkehr, da gibt es durchaus Teilausschnitte, die in Länderkompetenzen liegen. Ja, das zur europarechtlichen Seite. Jetzt zur nächsten Folie. Jetzt, wenn wir sozusagen uns jetzt angucken, was landesrechtlich in Nordrhein-Westfalen vorgehalten wird, dann sehen wir, dass das bestehende Diskriminierungsschutzregime im Landesrecht unzureichend ist. Es gibt zwar natürlich auch im Landesrecht Nordrhein-Westfalens Diskriminierungsverbote, insbesondere Artikel 4 Absatz 1 der Verfassung ist da zu nennen. Es gibt auch besondere Gesetze, das Landesgleichstellungsgesetz, das Behindertengleichstellungsgesetz, das Inklusionsgrundsätzegesetz. Aber wenn man da reinschaut, sieht man, dass bei weitem nicht sämtliche Vorgaben der Antidiskriminierungsrichtlinien in diesen Gesetzen umgesetzt werden. Und gerade für den Bereich der rassistischen Diskriminierung sieht es da ganz mau aus. Erschwerend kommt hinzu, dass das Gesetz, was eigentlich dazu da war, auf Bundesebene die EU-Richtlinien umzusetzen, nämlich das AGG, in diesen Bereichen nicht gilt. Es kann auch nicht gelten, denn das AGG ist ja ein Bundesgesetz und der Bund hat ja eben keine Regelungskompetenz für die Materien, welche das Grundgesetz den Ländern zuweist. Also besonders im Bildungsbereich, aber auch bei Teilbereichen der sozialen Vergünstigung und des Güter- und Dienstleistungsverkehrs bestehen empfindliche Umsetzungsdefizite. Ja, was fehlt insbesondere? Ich hatte es genannt. Eine Konkretisierung, eine konkretisierende Definition der Diskriminierungsformen, niedrigschwellige Entschädigungsansprüche, Regelungen zur Beweiserleichterung vor Gericht und prozessuale Beteiligungsrechte von betroffenen Verbänden. Ja, wie kann sich das auswirken? Im Bildungsbereich kann man sich eine Vielzahl von Beispielen vorstellen, die eigentlich unionsrechtlich reguliert sein müssten, es im Landesrecht Nordrhein-Westfalens allerdings nicht sind. Also das geht hin von einem Klima der Belästigung. Man stellt sich vor, eine Lehrkraft schafft systematisch durch rassistische oder antisemitische Äußerungen ein feindliches Klima gegenüber einer jüdischen Schülerin oder einem Schüler dunkler Hautfarbe. Das greift der Bildungsbereich im Sinne des Europarechts, greift aber weit über die Schule hinaus. Gemeinsam damit natürlich auch der Hochschulbereich. Da wird vielleicht eine dunkelfarbige Doktorandin nicht angenommen wegen ihrer Hautfarbe, was auch immer. Viele Konstellationen sind da denkbar.
Aber auch beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sind einige Konstellationen denkbar, zum Beispiel die Sparkassen in kommunaler Trägerschaft. Wenn die eine Dienstleistung verweigern, aus sexistischen Gründen zum Beispiel, dann wäre das auch ein Fall, der vom AGG nicht gedeckt ist, weil dort nur sogenannte Massengeschäfte reguliert sind, bundesrechtlich, und das Landesrecht eigentlich an der Reihe wäre, hier Diskriminierungsschutz zu liefern. Weitere Beispiele betreffen etwa bei den sozialen Vergünstigungen, vielleicht Ermäßigungen im Schwimmbad, im kommunalen Schwimmbad oder im öffentlichen Nahverkehr etc. Auch im Wohnungswesen sind zum Beispiel bei öffentlich-rechtlichen Wohnungseinweisungen, bei Sozialwohnungen, die staatlich vorgehalten werden, sind auch da Diskriminierungen denkbar, die durch das Raster des AGG durchfallen und wo eigentlich der Landesgesetzgeber europarechtlich verpflichtet wäre, Schutz zu gewähren. Ja, das führt mich zu meiner letzten Folie, zu der Frage nach den Lösungsansätzen. Grundsätzlich ergeben sich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, eins zu eins die Richtlinien umzusetzen im Landesrecht, dort und nur dort, wo es nötig ist. Das heißt, man würde die Antirassismus-Richtlinie im Bildungsbereich umsetzen. Man müsste ins Schulgesetz reingehen, ins Hochschulgesetz. Man müsste aber auch bei den Kindertagesstätten gucken, bei den Museen, bei den öffentlichen Bibliotheken und dort entsprechende Regelungen vorhalten, Beweiserleichterungen, Betroffenenverbände, Beteiligung, Entschädigungsansprüche, um sozusagen da den europarechtlichen Vorgaben nachzukommen. Und für die Gender-Richtlinie würde man zum Beispiel dann nur im Bereich des Güter- und Dienstleistungsverkehrs entsprechendes regulieren. Das ist relativ mühsam. Man muss in eine Vielzahl von Gesetzen rein. Auch sind irgendwie so abstrakt die Vielzahl der Konstellationen gar nicht so richtig absehbar, wo Diskriminierungserfahrungen zu einem Schutzdefizit auch in unionsrechtlicher Hinsicht führen können. Insofern empfiehlt es sich meines Erachtens ganz klar, einen zweiten Weg zu gehen, und zwar denjenigen eines allgemeinen Landesantidiskriminierungsgesetzes als Querschnittsgesetz, indem man sämtliches Landeshandeln diesem Diskriminierungsschutzregime unterstellt. Das würde bedeuten, man würde nicht nur dort umsetzen, wo man umsetzen muss, beispielsweise die Antirassismusrichtlinie im Bildungsbereich, sondern man würde das gesamte Landeshandeln entsprechend regulieren. Das steht im Einklang mit den grundsätzlichen Erwägungen in Artikel 21 der Grundrechtecharta und auch Artikel 4 der Landesverfassung, denn dort wird ja gerade nicht unterschieden zwischen zum Beispiel dem Bildungs- und dem Polizeibereich, sondern das heißt grundsätzlich, die Verwaltung darf nicht diskriminieren, der Staat darf nicht diskriminieren. Ja, man würde zum Beispiel den Polizeibereich mit reinkriegen, der unionsrechtlich nicht reguliert ist, weil die EU da gar keine Zuständigkeiten hat. Gleichwohl zeigt die empirische Praxis, dass auch im Polizeibereich natürlich Handlungsbedarf besteht. Auch das wäre sozusagen ein Vorteil eines allgemeinen Landesantidiskriminierungsgesetzes, ein gleichbleibendes Schutzniveau, der auch gleichzeitig sehr viel transparenter für die Bürgerinnen, für den Bürger zu erfassen ist. Wenn man nämlich in ein zentrales Antidiskriminierungsgesetz reinschauen kann, statt irgendwie sich in den Einzelnormen irgendwas zusammensuchen zu müssen. Ja, so viel meinerseits als groben Überblick. Ich freue mich sehr auf Ihre Fragen und bin da auch gerne bereit, dann nochmal etwas mehr ins Detail zu gehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Tischbirek, nochmals für Ihre Ausführungen, die ich jedes Mal immer wieder sehr spannend finde und für die ja so klare Empfehlungen, die Sie auch nochmal ausgesprochen haben, dass es ja wohl ja zum einen halt Schutzlücken gibt und zum anderen es am besten ist, diese Schutzlücken nicht einzeln an den existierenden Gesetzen, rechtlichen Regelungen anzudocken, sondern wirklich umfassend nochmal als eine Querschnittsaufgabe mit einem Landesantidiskriminierungsgesetz das Thema transparent und für alle auch verständlich, ja, und hoffentlich dann auch wirksam anzugehen. Vielen Dank und jetzt an Freier das Wort, ob es denn schon Fragen gibt. Ja, die gibt es natürlich. Vielen Dank erstmal auch von meiner Seite, Herr Tischbirek, für die Ausführungen. Ich würde Ihnen gerne drei Fragen stellen, die jetzt gerade eingegangen sind. Das eine betrifft den Bereich der Polizei. Also bestünde da zum Beispiel auch ein Regelungsbedarf im Rahmen eines LADG? Wie schätzen Sie das ein? Und ja, es gibt ja sozusagen die EU-Richtlinien ja auch nicht erst seit gestern. Da fragt man sich halt schon, was passiert denn, wenn Bundesländer eben diese EU-Richtlinien, diese Vorgaben eben nicht umsetzen? Also was genau, gibt es da sozusagen Konsequenzen?
Und eine andere Frage wäre auch noch, ob sich weitere Bundesländer eben oder in den anderen Bundesländern auch vergleichbare Lücken auftun im Bereich des Diskriminierungsschutzes sozusagen oder ob es dort sehr, sehr große Unterschiede gibt, die länderspezifisch sind. Das war es erstmal. Ja, vielen Dank. Also zur Polizei. Unionsrechtlich besteht bei der Polizei kein Regelungsbedarf, denn ich hatte es gesagt, das Unionsrecht hat zu innerstaatlichem Polizeirecht gar nichts zu sagen. Da gibt es keine EU-Kompetenz. Insofern besteht jetzt kein Umsetzungsdefizit mit Blick auf EU-Richtlinien dahingehend, dass wir die entsprechenden Schutzmechanismen nicht auch im Polizeirecht haben. Das hat natürlich allerdings nichts sozusagen mit den tatsächlichen Verhältnissen draußen zu tun. In der Tat, Racial Profiling ist ein Problem. Es gibt immer wieder Fälle, auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Fälle und auch Rechtsprechung dazu, beispielsweise durch das UVG Münster. Und es zeigt sich, dass natürlich auch empirische Studien zu dem Ergebnis kommen, dass bei der Polizeiarbeit immer wieder Diskriminierungserfahrungen gemacht werden. Und auch das mag sozusagen dafür sprechen, Polizeiarbeit auch antidiskriminierungsrechtlich zu binden. Also Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz gilt ohnehin natürlich für die Polizei, aber auch diese begleitenden Schutzmechanismen, Beweiserleichterung etc. sollte es meines Erachtens auch im Polizeirecht geben, auch wenn das, muss man dazu sagen, europarechtlich so nicht geboten ist. Jetzt die Frage nach der Nichtumsetzung und den Konsequenzen. Also was passiert, wenn ein Mitgliedstaat Europarecht nicht umsetzt? Wir sehen das gerade am Beispiel Polens, wo das ja im großen Stil diskutiert wird, auch in Ungarn. Es gibt die Möglichkeit eines Vertragsverletzungsverfahrens vor dem EuGH mit entsprechenden Strafzahlungen. Das wird in der Praxis, wird das Vertragsverletzungsverfahren eher restriktiv gehandhabt. Das heißt, da muss es schon wirklich ganz dicke kommen, bis mal der EuGH durch die Kommission angerufen wird. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Und auch im Antidiskriminierungsrecht, es gab mal Anstrengungen, Deutschland mit einem Vertragsverletzungsverfahren zu überziehen, wegen der Nichtumsetzung des AGG vor 2006. Als dann das AGG kam, hat die Kommission das Ganze zurückgenommen, obwohl auch die Kommission natürlich sehen muss, dass die Richtlinien mit dem AGG nicht vollständig umgesetzt sind, weil es eben in den meisten Bundesländern an entsprechenden Umsetzungsakten fehlt. Und damit komme ich zur letzten Frage. Wie sieht es mit den anderen Bundesländern aus? Es gibt mittlerweile seit dem letzten Jahr in Berlin ein Landesantidiskriminierungsgesetz, was genau diesen Weg geht, den ich angesprochen habe, nämlich denjenigen eines Querschnittsgesetzes. Ich denke, das ist für Nordrhein-Westfalen super, denn man kann einfach mal nach Berlin schauen und gucken, wie denn die Erfahrungen mit dem Gesetz dort sind. Und ich habe auch gesehen, später ist Doris Liebscher noch im Programm, die da ganz hervorragend Auskunft geben kann. Man kann vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Es gab erhebliche Diskussionen in Berlin, gerade was die Bindung der Polizeibehörden anging. Es gab große Ängste, dass gerade die Polizei mit Klagen überhäuft wird und dass es zu einer Klageflut vor den Verwaltungsgerichten kommen würde. Diese Ängste haben sich aber, das kann man nach einem Jahr schon ganz deutlich sagen, nicht bestätigt. Also es gibt keine Klageflut in Berlin. Im Übrigen gab es auch beim AGG, seit der Einführung AGG 2006 keine Klagefluten aufgrund des AGG. Die wurden damals auch befürchtet. Ja. Berlin hat also ein LADG und auch ein europarechtskonformes LADG. In anderen Ländern ist es im Fluss. In Rheinland-Pfalz, soviel ich weiß, gibt es entsprechende Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. In einer Reihe von anderen Bundesländern wird auch sehr intensiv geprüft, ob man nicht einen LADG braucht. Super, vielen Dank. Es gibt noch weitere Fragen, die schließe ich mal direkt an. Ich hoffe, Sie können noch, Herr Tischbirek. Nein, also es gibt noch die Frage, dass ja auch die soziale Herkunft und das Vermögen sozusagen in der Grundrechtscharta verankert ist. Die Frage war, warum es da eigentlich keine Umsetzungsrichtlinie zu gibt und ob Sie wissen, warum. Und eine weitere Frage ist, was sind sozusagen die Gründe dafür, dass die einzelnen konkreten Maßnahmen nicht in den einzelnen Landesregelungen abgebildet werden, zum Beispiel eben das im Bereich des Hochschulgesetzes NRW. Vielleicht können Sie das nochmal sagen, warum Sie sozusagen eher für ein flächendeckendes LADG plädieren. Genau, die Fragen würde ich noch reingeben.
Ja, danke. Also soziale Herkunft und Vermögen in der Tat. Also es gibt die Diskriminierungskategorien in 21 Grundrechtecharta sind sehr viel weiter. Man muss natürlich sehen, die Grundrechtecharta ist in gewisser Weise jünger als die Antidiskriminierungsrichtlinien und deren Entstehungsgeschichte. Insofern mag das vielleicht auch schon der Grund sein, warum die Richtlinien erstmal nur wenige Kategorien ausbuchstabieren, während Artikel 21 Grundrechtecharta weiter ist. Bislang fehlt es wahrscheinlich schlichtweg an der politischen Einigkeit, die anderen Kategorien auch entsprechend anzugehen. Es gibt ja eine fünfte Antidiskriminierungsrichtlinie, die schon seit langem in der Pipeline ist und da in Brüssel in gewisser Weise feststeckt. Ja, nochmal zu der Frage, warum machen wir das nicht einfach im Hochschulgesetz und dann ist gut? Theoretisch ist das möglich. Also man kann natürlich sozusagen den Regelungsbefehl aus den Richtlinien für den Bildungsbereich in allen Bildungsgesetzen abbilden. Also man müsste dann, wie gesagt, nicht nur ins Hochschulgesetz rein, sondern man müsste ins Schulgesetz rein. Man müsste aber auch sozusagen die Regulierung der Kindertagesstätten, die ja auch europarechtlich zur Bildung gehören, sicherstellen, auch was die Museen angeht, die öffentlichen Bibliotheken. Und da merkt man schon, Bildung klingt erstmal sozusagen griffig und knapp und präzise, aber europarechtlich ist doch ganz schön viel damit gemeint. Und um das dann wirklich überall zu regulieren, wie gesagt, es würde auf keinen Fall reichen, nur das Hochschulgesetz zu reformieren. Und schon allein deswegen ist es wahrscheinlich einfacher, ein allgemeines Querschnittsgesetz zu schaffen. Aber im Übrigen, wie gesagt, auch die rechtliche Wertung, Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz macht keinen Unterschied zwischen Gegenstandsbereichen, sondern sagt grundsätzlich, der Staat darf niemals diskriminieren. Nicht nur nicht im Bildungsbereich, sondern eben auch in allen anderen Bereichen auch. Und schon allein deswegen erscheint es mir absolut sinnvoll, jetzt nicht nur punktuelle Schutzmechanismen zu implementieren, sondern ein Querschnittsgesetz zu schaffen, was einen hohen Grundstandard garantiert. Es gab tatsächlich noch eine Frage, ich glaube, die richtet sich eher an dich, Berivan. Und zwar kam die Frage auf, warum in der letzten rot-grünen Legislaturperiode eben kein LADG verabschiedet wurde, weil natürlich auch die EU-Richtlinien auch schon ein bisschen länger schon sozusagen die Verpflichtung ja sozusagen mitgeben. Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil wir ja tatsächlich die EU-Richtlinien ja schon seit 2000 haben. Hätte man das ja viel früher aufgreifen können, aber da möchte ich doch nochmal drauf eingehen, obwohl ich ja damals übrigens kein Mitglied der Fraktion war und kein Mitglied des Landtages. Ich weiß aber, dass auch damals schon für uns Grüne das Thema sehr, sehr zentral war und auch in den Koalitionsgesprächen sehr, sehr zentral war. Ja, die Realität der Politik ist aber, wenn man Maßnahmen umsetzen will, braucht es Mehrheiten. Und diese Mehrheiten hat es leider nicht gegeben. Und umso mehr freue ich mich, dass die Debatte, die halt wirklich nochmal genauer schaut, inwiefern die EU-Richtlinien tatsächlich vollständig umgesetzt werden und inwiefern auch Länder dann nochmal in der Pflicht sind, gegebenenfalls existierende Schutzlücken aufzugreifen und zu füllen, so fortgeschritten ist. Ich glaube, dass vor allen Dingen auch mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz Berlin, was ja vor einem Jahr vorangegangen ist, die Debatte auch nochmal einen neuen besonderen Schwung auch erlangt hat. Und ich wünsche mir und wir Grüne wünschen uns natürlich ganz klar, dass NRW als Flächenland auch noch jetzt vorangeht und da aktiv wird. Wir sind da fest entschlossen und deshalb arbeiten wir da auch im Voraus und werden definitiv alle Vorbereitungen so weit treffen, dass wir, wenn wir in der nächsten Legislaturperiode und egal in welcher Konstellation Regierungsverantwortung haben, dieses Thema ganz oben für uns auch stehen wird. Super, vielen Dank. So, ich danke nochmal auch für alle Fragen, die hier eingegangen sind. Ich weiß, dass, es sind jetzt im Nachgang übrigens auch nochmal Fragen eingegangen, die sehr spannend sind. Die werden wir auch in der Runde nochmal, wir haben ja noch die Diskussionsrunde, auch nochmal aufgreifen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Herr Tischbereck. Wir bleiben weiterhin natürlich im Austausch. Und jetzt gehen wir aber erst einmal für 10 Minuten in die Pause. Sie, ihr könnt euch schnell noch einen Kaffee holen oder was zu knabbern oder Wasser oder was auch immer. Und in 10 Minuten sehen wir uns hier wieder mit spannenden Beiträgen und hoffentlich auch weiterhin so spannenden Debatten mit euch. Bis dahin. Ciao.
Ja, herzlich willkommen wieder zurück. So ist das bei diesen digitalen Formaten übrigens, dass man gar nicht irgendwie mitkriegt, ob alle sich jetzt von dem Kaffeesaal verabschiedet haben und in den eigentlichen Saal eingetrudelt sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist und dass Sie ihr alle wieder vor den Bildschirmen sitzt. Und in die zweite Runde gehen wir jetzt ein, bevor wir gleich in eine Diskussionsrunde einsteigen, übrigens mit einem weiteren Blitzlicht, das uns erreicht hat von Vertreterinnen und Vertretern aus Interessensgruppen, die nämlich jetzt die Frage beantworten: Was wünsche ich mir von Seiten der Landespolitik hinsichtlich eines wirksamen Diskriminierungsschutzes? Ich bin gespannt, was da die Wünsche sind, und Film ab. Um alte Menschen vor Diskriminierung zu schützen, müssen wir uns überhaupt bewusst machen, dass es Altersdiskriminierung gibt. Diese Diskriminierung hängt immer zusammen mit negativen Bewertungen des Alters. Das heißt, wir brauchen Kampagnen gegen negative Bewertungen des Alters. Kampagnen, die breit in die Öffentlichkeit wirken, aber auch Politik und Fachkreise einbeziehen. Das kann eine Landesregierung leisten. Von Seiten der Landespolitik wünsche ich mir einen Staatsvertrag zur Verhandlung auf Augenhöhe und zur Stärkung der Minderheit und Augenhöhe mit den Politikern. Danke. Hallo, wir von Selbstbestimmt Leben haben hier einige Statements zusammengefasst. Ich bin Janette und ich fühle mich diskriminiert von nicht funktionierenden Fahrstühlen oder Rolltreppen und wünsche mir, dass dies in Zukunft schneller repariert wird und dass man schneller von A nach B kommt und sich nicht immer ärgern muss. Ich bin Ellen und ich finde diskriminierend, dass viele bürokratische Hürden zu meistern sind und es doch einfacher gestaltet werden kann oft. Und auch, dass Einkommen und Vermögen angerechnet wird oder berücksichtigt wird in vielen Fällen, wo andere Menschen, meine Mitmenschen, sich da gar keine Gedanken drüber machen müssen. Das würde ich mir wünschen, dass das anders berücksichtigt werden kann. Mein Name ist Christoph und ich finde, Diskriminierung entsteht durch Unwissenheit und mangelnden Kontakt zu anderen. Deswegen finde ich, dass es wichtig ist, dass Bewusstseinsbildung in Kindergärten und Schulen schon beginnt und durch inklusive Bildung Kinder mit und ohne Behinderung möglichst früh auch in Kontakt kommen. Mein Name ist Helen. Ich fühle mich diskriminiert, weil ich alles, was ich tun möchte, lange voraus planen muss, weil ich nie davon ausgehen kann, dass Arztpraxen, Konzertsäle und alles andere, was ich machen möchte, barrierefrei zugänglich sind. Ich verbringe viel Zeit damit, im Voraus zu recherchieren. Und ich würde mir wünschen, dass Barrierefreiheit nicht mehr freiwillig stattfindet, sondern gesetzlich vorgeschrieben wird. Ich bin Rose und ich finde, dass Menschen mit Behinderung im Bereich Bildung noch sehr stark Diskriminierung erfahren. Teilhabe an Bildung für Menschen mit Behinderung ist nicht selbstverständlich. Zum Beispiel, wenn sie gehörlos sind, benötigen sie Gebärdensprachdolmetschende. Wenn sie Lernbeeinträchtigung haben, benötigen sie Informationen in leichter Sprache. Menschen, die blind sind oder sehbeeinträchtigt, stoßen oft auf Barrieren im Web oder bei gedruckten Informationen und auch bei digitalen Informationen. Menschen, die in Schulen gehen, haben Schwierigkeiten, Schulbegleitung finanziert zu bekommen. Menschen, die studieren, benötigen häufig Assistenz, die denn nicht im vollen Umfang finanziert wird. Menschen, die bestimmte Berufe ausüben können, sind häufig aufgrund der Behinderung und der strukturellen Barrieren daran gehindert, diesen Beruf auszuüben. Und daher wünsche ich mir und allen in NRW eine Teilnahmemöglichkeit im Bereich Bildung, die Möglichkeit der Teilhabe an Bildung, die Veränderung der Curricula an Hochschulen und eine flächendeckende Beratung für Menschen mit Behinderung, die Diskriminierung im Bereich Bildung erfahren. Mein Name ist Horst, ich bin Rollstuhlfahrer und ich finde es doof, dass Barrierefreiheit nicht die Norm ist. Eigentlich müsste
jeder, der ein öffentliches Angebot hat, deutlich machen, wenn er ein nicht barrierefreies Angebot hat, rot unterlegt, wir sind nicht barrierefrei und Barrierefreiheit müsste Norm sein. So erfahre ich leichter, ob ich in eine Ferienwohnung einen Hund mitbringen kann, als ob ich da als Rollstuhlfahrer klarkomme. Außerdem erwarte ich, dass keine Fördergelder irgendwelcher Art mehr in ausgrenzende Angebote investiert werden und mein Leben findet zu größten Teil außerhalb des, sag ich mal, Behördenbereichs statt. Also das heißt, eine neue Gleichstellungsgesetzgebung muss auch den zivilrechtlichen Bereich umfassen. Mein Name ist Ellen. Mir ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderungen an politischen Aktivitäten und sich politisch beteiligen können. Dazu höre ich immer wieder von den Betroffenen, dass es unheimlich schwer ist für Veranstaltungen, Gebärdensprache, leichte Sprache oder auch die Kostenübernahme dafür zu bekommen. Und das finde ich sehr schade, weil Menschen mit Behinderung sich dadurch ausgeschlossen fühlen und sich nicht politisch engagieren können. Ich bin Barbara, Rollstuhlfahrerin und Mutter mit Behinderung. Ich würde mir wünschen, dass alle Schulen barrierefrei sind, damit ich als behinderte Mutter nicht den Elternsprechtag auf dem Pausenhof mit den Lehrern verbringen muss. Anerkennung und Förderung der Herkunftsidentität als Potenzial zusätzlich der deutschen Identität ist ein richtiges politisches Mittel gegen die Entwicklung des Rassismus und Diskriminierung. Nämlich, der Rassismus speist sich von der Ungleichwertigkeit der Menschen internationaler Familiengeschichte. Landespolitik kann durch die Förderung Herkunftssprache in den Schulen als ordentliches Fach einen großen Beitrag dazu leisten. Man könnte viele Maßnahmen benennen, die für einen wirksamen Antidiskriminierungsschutz wichtig wären. Unabdingbar jedoch sind aus unserer Sicht bei SABRA zwei Punkte, ohne die Antisemitismus in NRW nicht bekämpft werden kann. Erstens, Antisemitismus muss als eigener Phänomenbereich explizit benannt werden, wie es beispielsweise auch im Landesantidiskriminierungsgesetz Berlin der Fall ist. Allzu oft wird Antisemitismus als Unterkategorie von Rassismus missverstanden, was leider dazu führt, dass dieser in seiner Spezifik nicht klar erfasst werden kann. Deshalb ist es wichtig, beide Phänomenbereiche klar voneinander abzugrenzen, um diese zielgerichtet bekämpfen zu können. Zweitens, um Antisemitismus effektiv zu bekämpfen, braucht es zudem eine stichhaltige Definition des Phänomens. Zu diesem Zweck hat sich die Verwendung der Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IRA, als geeignetes Instrument erwiesen und sollte daher auch für die Antisemitismusbekämpfung in NRW als Grundlage herangezogen werden. Ein wirksames Landesantidiskriminierungsgesetz muss alle Bereiche des öffentlichen Handelns, Kultur und gesellschaftlichen Zusammenlebens einschließen. Es darf keine Ausnahmen geben. Es muss den Menschen die Möglichkeit geben, sich machbar gegen Diskriminierung zur Wehr zu setzen. Es sollte auch ein Verbandsklagerecht beinhalten mit der Ergänzung eines Rechtshilfefonds, um diese Klagen auch durchführen zu können, da Verbände oft nicht über die finanziellen Mittel verfügen, das auch tun zu können. Daran darf aber eine Klage gegen Diskriminierung nicht scheitern. Wir von arbeiterkind.de wünschen uns dringend eine geschulte und reflektierte Sensibilisierung von Lehrkräften und auch von Mitarbeiterinnen aus Beratungsstellen, sodass eine Stigmatisierung aufgrund der sozialen Herkunft nicht stattfindet. Außerdem braucht es aus unserer Sicht eine niedrigschwellige und auch unabhängige Information und Beschwerdestelle für Betroffene von Diskriminierung. Ja, hallo. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen, euch geht vor dem Bildschirm, aber ich bin wirklich zutiefst beeindruckt von den vielfältigen Statements, die bei uns eingegangen sind und vor allen Dingen auch von den so konkreten Vorstellungen, was es braucht, damit wir hier wirklich einen vollumfänglichen Schutz haben
vor Diskriminierung. Und was es braucht, darüber werden wir uns auch jetzt in unserer Talkrunde austauschen. Und ich freue mich sehr, dazu hier im Studio Frau Teller begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier hingekommen sind, Frau Teller. Isabel Teller ist Volljuristin und Mediatorin im Gleichbehandlungsbüro Aachen. Seit mehreren Jahren beschäftigen Sie sich ja in Ihrer Funktion auch als Beraterin in dieser Antidiskriminierungsstelle und begleiten natürlich auch die Frage, ob es ein Landesantidiskriminierungsgesetz braucht, wahrscheinlich nicht nur als Beraterin in diesem Bereich, sondern auch als Juristin, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir werden ja dazu auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja, und dann habe ich noch zwei weitere Gäste zugeschaltet, und zwar Professor Dr. Karim Feraldoni. Herr Feraldoni, ist das richtig ausgesprochen, Ihr Name? Ja. Ja, schön. Ich freue mich sehr, auch Sie hier begrüßen zu können. Sie sind Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung, Ruhr-Universität Bochum. Und in Ihrer Forschungsarbeit beschäftigen Sie sich besonders mit Diversitätssensibilität und Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung im deutschen Schulwesen. Das ist ja auch schon Eingangsthema gewesen, wie wichtig vor allen Dingen eigentlich der Blick, auch wenn es darum geht, was auf Landesebene nochmal gemacht werden kann, ja, dieser Blick auf Bildungswesen und konkret Schulwesen ist. Herzlich willkommen. Ja, und in der Runde, als Dritte in der Runde, freue ich mich ganz herzlich, bei uns begrüßen zu dürfen, zugeschaltet aus Berlin, Dr. Doris Liebscher. Hallo. Sie ist Leiterin der Landesantidiskriminierungs-Ombudsstelle, Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung in Berlin. Frau Liebscher ist nun seit über einem Jahr, wir haben es ja eingangs erwähnt, seit einem Jahr gibt es das Landesantidiskriminierungsgesetz und somit ja auch diese Stelle, seit einem Jahr Leiterin der Ombudsstelle, die im Rahmen des Gesetzes in Berlin eingerichtet wurde, und Mitbegründerin und Vorständin des Antidiskriminierungsbüros Sachsen und auch Volljuristin, besondere Spezialisierung natürlich auf Antidiskriminierungsrecht. Also wieder eine Runde mit ja, sehr, sehr spannenden Expertinnen und Experten. Und nochmal ein Hinweis auch hier nochmal. Also wir werden erst einmal Eingangsstatements einholen von unseren Referentinnen und unserem Referenten. Und im Anschluss an diese Statements haben Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vor den Bildschirmen nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir hatten es ja schon in dem ersten Teil auch wunderbar gemeinsam mit unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Freya Kuhn hinbekommen. Sie wird die Fragen nochmal sammeln. Sie hat übrigens im Hintergrund auch nochmal eine Unterstützung. Die möchte ich doch auch hier an dieser Stelle erwähnen. Hasret Karacoban, auch sie notiert fleißig die Fragen, die hier eingehen, mit ein, und die werden wir dann auch nochmal an unsere Referenten und Referentin stellen. Aber jetzt erstmal mit einem Eingangsstatement von Ihnen, da Sie ja auch hier direkt zugegen sind, möchte ich gerne mit Ihnen einen anfangen, Frau Teller. Diskriminierung ist vielfältig, haben wir gesagt, und drückt sich ja auch unterschiedlich aus. In Ihrer Arbeit als Beraterin in einer Antidiskriminierungsstelle befassen Sie sich ja auch mit dieser Vielfalt von Diskriminierungserfahrungen, tagtäglich auch mit Betroffenen. Wie haben sich aber in den letzten Jahren die Diskriminierungstatbestände vielleicht doch irgendwie entwickelt, sichtbar entwickelt? Kann man das zusammenfassen oder würden Sie sagen, nein, das ist eigentlich weiterhin genauso, wie wir es auch davor wahrscheinlich hatten? Gibt es da eine erfasste Entwicklung? Und welche Möglichkeiten haben Betroffene vor allen Dingen zurzeit auch gegen Diskriminierung vorzugehen, effektiv vorzugehen? Wo sind die Grenzen? Ja. Das wollen wir ja auch nochmal erörtern. Ja, natürlich abschließend, wie könnte ein Landesantidiskriminierungsgesetz da wirken? Also, Sie haben da eine Bandbreite an Fragen, auf die Sie an Ihrem Stand gerne. Da, also erst einmal herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde, dass ich an dieser Runde teilnehmen kann.
Und ich würde ein wenig zurückgehen wollen. Sie haben zwar nach den letzten Jahren jetzt gefragt, sicherlich hat sich in den letzten Jahren auch besonders viel nochmal verändert. Diskriminierungserfahrungen insgesamt, würde ich sagen, sind sichtbarer geworden und Teil des gesellschaftlichen Diskurses mittlerweile. Das ist noch nicht so viele Jahre her, dass es diese Entwicklung genommen hat. Dieser Weg ist ein etwas längerer. Also angefangen hat es aus meiner Sicht mit der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 2006 und 2007 mit der Einrichtung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die ja eine vielfältige Arbeit macht, also in erster Linie auch Beratungsanfragen erfasst und veröffentlicht, Stellungnahmen veröffentlicht, wissenschaftliche Untersuchungen initiiert und zu einzelnen Diskriminierungsbereichen auch Untersuchungen und statistische Daten auswertet und einem breiten Publikum zur Verfügung stellt. Das alles hat aus meiner Sicht dazu beigetragen, dass Diskriminierung sichtbarer geworden ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich es jetzt aus der praktischen Antidiskriminierungsberatung so, dass also aus der landesgeförderten Antidiskriminierungsberatung. Es gibt ja eine Förderung in Nordrhein-Westfalen seit 1997. Und ich muss sagen, dass die Diskriminierungsmeldungen oder Diskriminierungserfahrungen seit der Zeit, seit ich dabei bin, das ist seit 2004, sich nicht so grundlegend verändert haben. Also die Sichtbarkeit ja, aber die Erfahrungen selber sind doch vielfach dieselben geblieben in unseren landesweiten oder in den Statistiken, die seit 2019 von allen Standorten veröffentlicht werden. Einmal im Jahr kann man sagen, dass die Diskriminierungs- oder Lebensbereiche Arbeit vor allen Dingen ganz oben, Wohnen, Bildung und auch Behörden immer wieder an erster Stelle vorkommen. Ja? Und das, obwohl es das AGG gibt, das ja für den Arbeitsbereich Geltung erreicht und auch für den Wohnungssektor. Ja? Aber da sehen wir vielleicht auch direkt schon, dass das AGG eben Lücken hat im Rechtsschutz und die es zu schließen gilt. So viel zu den Schwerpunkten und auch zu den Grenzen. Ich möchte noch erwähnen, dass insbesondere strukturelle Diskriminierung, auch Diskriminierung durch hoheitliches Handeln, sehr, sehr schwer etwas entgegengesetzt werden kann. Da greift das AGG nicht. Also der ganze Bildungsbereich oder fast der ganze Bildungsbereich ist ja öffentlich-rechtlich. Polizeiliches Handeln, Racial Profiling, all diese Dinge, die auch gerade in den letzten Jahren sehr durch die Presse gegangen sind und auch durch Social Media nochmal eine besonders starke Präsenz erfahren haben, da haben wir keine Instrumente. Ja? Und diese Instrumente fehlen uns. Und vor diesem Hintergrund gibt es rechtliche Möglichkeiten, ja. Es gibt auch außerrechtliche Möglichkeiten. Man kann Schlichtungsgespräche führen, man kann Beschwerdeschreiben formulieren, man kann Dienstaufsichtsbeschwerden machen, man kann Öffentlichkeitsarbeit machen. Insbesondere auch über Social Media passiert mittlerweile sehr, sehr viel. Das alles sind Instrumentarien, die der Antidiskriminierungsberatung zur Verfügung stehen, womit wir Betroffene unterstützen können. Aber wie gesagt, die rechtlichen Möglichkeiten sind etwas lückenhaft. Und Herr Tischbirek hat das vorhin ja schon sehr schön aufgezeigt, wo die Schutzlücken im Einzelnen sind. Und ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, die mir wichtig ist, gerade strukturelle Diskriminierungen sind erstens schwer sichtbar,
weil sie oft mittelbar sind, zum Beispiel durch Verwaltungspraxis oder auch durch Gesetze. Noch schwerer sind sie anzugreifen mit rechtlichen Mitteln. Ja? Und einmal muss diese Schutzlücke geschlossen werden, zum anderen ist es aber auch wichtig, in einem Landesantidiskriminierungsgesetz eine niederschwellige Anlaufstelle für Betroffene einzurichten, die mit entsprechenden Kompetenzen auch in die Verwaltung rein ausgestattet ist, die also beispielsweise Akteneinsicht verlangen kann, die Auskunft einholen kann, Stellungnahmen einfordern kann, etc., Handlungsempfehlungen mit einer gewissen Verbindlichkeit auch formulieren kann. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher ergänzender Punkt, der in, also jetzt zu der Schließung des Rechtsschutzes oder dieser Schutzlücken, der da ergänzt werden müsste. Also das wäre dann wahrscheinlich sowas eigentlich wie so die Landesantidiskriminierungsstelle, die wir so fordern, mit sie einzurichten und mit gewissen Kompetenzen auch auszustatten. Und wunderbar wäre wahrscheinlich halt dann auch, wenn die Verbände oder die Beratungsstellen, also die Akteure aus der Antidiskriminierungsarbeit zusätzlich halt auch natürlich die Möglichkeit hätten, vor Gericht zu klagen und aktiv zu werden. Ein Verbandsklagerecht natürlich auf jeden Fall auch. Ja, vielen Dank. Ich meine, wir wissen, glaube ich, alle sehr zu schätzen, was für eine großartige Arbeit die Antidiskriminierungsstellen tatsächlich leiten, die wir ja hier in NRW auch haben. So über 40 sind es ja inzwischen. Das ist gut. Am besten wäre es natürlich noch, wenn wir sie in jeder Kommune hätten. Also wirklich flächendeckend. Und wunderbar wäre natürlich halt, wenn die Kompetenzen und die Befugnisse auch nochmal gestärkt werden könnten. Ja, aber dazu kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen. Und habe ja jetzt auch nochmal Herrn Karim Feraldouni, vielleicht den Bereich, um den es jetzt auch nochmal geht, Schule, Bildung. Aktuell begleiten Sie auch eine Studie zu Antisemitismus in der Schule in NRW. Und Antisemitismus ist ja auch in unseren Videobotschaften auch nochmal aufgegriffen worden. Was sind so die größten Herausforderungen, Herr Feraldouni, in dem Bereich Bildung und dem Schutz vor Diskriminierung, die Sie so wahrnehmen? Also wie kann hier konkret besonders auch ein Landesantidiskriminierungsgesetz einen Schutz gewährleisten? Wir haben aus den unterschiedlichen Stimmen, die wir ja im Video gehört haben, aus unterschiedlichen Perspektiven auch Schule immer wieder im Blick gehabt. Und vielleicht können Sie da nochmal in Ihrem Statement darlegen, was so die wichtigsten Herausforderungen wären. Sehr, sehr gerne. Ich bin kein Jurist, ich bin Sozialwissenschaftler und dementsprechend möchte ich auch ganz gerne antworten. Also wir haben ja gerade gehört bei der Eingangs-Keynote, dass diese Umsetzungslücken des AGG geschlossen werden können und die Beweislastumkehr dann implementiert werden kann. Also wir haben ja auch hier in der Runde zwei Juristinnen, die dazu mehr Auskunft geben können. Ich würde ganz gerne einen anderen Bereich thematisieren, nämlich den Bereich, was eigentlich passieren würde oder was ich mir erhoffe, was durch das Gesetz passieren könnte im Bereich Schule, nämlich es könnte eine Haltungsveränderung ergeben, also eine Haltungsänderung bei schulrelevanten Personen, die dann dazu führt, dass Diskriminierungsschutz oder Antidiskriminierung von einem weichen Thema zu einem harten Thema wird. Also was dann auch die Professionskompetenz von angehenden und fertig ausgebildeten Lehrkräften beispielsweise berührt. Und das käme uns dann wiederum in der ersten Phase der Lehrerinnenbildung an der Universität zugute, damit wir mit angehenden Lehrkräften über unterschiedliche Diskriminierungsbereiche sprechen, und zwar nicht, indem wir Lehrkräfte bitten, nett zu sein zu den SchülerInnen, sondern indem wir das als Gegenstandsbereich, als Professionskompetenz verankern könnten. Und also so ein LADG würde die Wichtigkeit des Antidiskriminierungsarbeit und des Diskriminierungsschutzes stärken,
in der ersten und zweiten Phase der Lehrerinnenbildung, weil wir aus unterschiedlichen Studien wissen, also es gibt antisemitische Ressentiments, Anfeindungen, ganz handfeste, direkte, verbale Entgleisungen. Es gibt doppelte Standards, die etabliert werden. Es gibt kopftuchtragende Praktikantinnen, die nicht ins Lehrerinnenzimmer gelassen werden. All diese Dinge würden natürlich nicht schlagartig mithilfe eines Gesetzes einfach weggewischt werden. Aber ich erhoffe mir durch dieses Gesetz nicht nur sozusagen Klagemöglichkeiten, sondern ich hoffe mir auch, dass entsprechende Haltungen sich verändern und dass wir dann auch in der LehrerInnen-Aus- und Fortbildung die Möglichkeit erhalten, stärker mit Fortbildungsinhalten da an die Arbeit zu gehen, die sich richten auf Diversity-Bereiche unterschiedlichster Art. Also es geht tatsächlich nicht nur darum, dass Menschen die Möglichkeit erhalten, zu klagen, sondern ich würde im Vorhinein schon mit der Arbeit beginnen, indem, also der Fall ist ja, dass Menschen gar nicht klagen müssten. Und diesbezüglich sollten Lehrkräfte, insbesondere Lehrkräfte, weil sie natürlich wirkmächtiger sind als SchülerInnen, sich auch beispielsweise mit Ungleichheitsstrukturen beschäftigen und selbstreflexiv an die Sache rangehen, sich mit unterschiedlichen Alltagsrealitäten beschäftigen. Und das erhoffe ich durch dieses Gesetz. Ja, vielen Dank, Herr Ferraldoni. Ich finde es auch nochmal wichtig, dass Sie darauf hinweisen, dass es ja nicht nur um gesetzliche Regelungen geht, sondern dass es auch nicht nur um juristischen Schutz geht, sondern dass dadurch eigentlich durch so ein Gesetz auch eine Sensibilisierung, die notwendig ist, erreicht werden könnte. Und ich weiß natürlich, dass in Berlin, Frau Dr. Liebscher, somit wären wir auch bei Ihnen, dass in Berlin genau auch das ganz stark im Vordergrund stand, dass es auch gesagt wurde, es geht nicht nur darum, gesetzliche Lücken zu schließen, sondern dass es auch darum geht, ich meine in Erinnerung zu haben, eine Kultur der Vielfalt zu fördern und zwar ständig auch zu fördern mit so einem Gesetz, zu wertschätzen und zu fördern. Und jetzt leiten Sie seit einem Jahr diese Ombudsstelle und natürlich kann ich mich auch noch gut an die Debatten erinnern, die da losgetreten worden sind, als das Landesantidiskriminierungsgesetz eingeführt wurde in Berlin. Es war ja schon heftig, es kamen ja auch Aussagen aus NRW übrigens, dass es hieß, naja, wir würden jetzt keine Polizisten mehr nach Berlin schicken können, weil so ein Gesetz ja dazu führen würde, dass Polizisten nicht mehr sicher sein könnten. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie so berichten würden, so nach einem Jahr, wie ist der Stand eigentlich so in Berlin? Haben sich diese Befürchtungen, die da ausgesprochen wurden, bewahrheitet? Und vor allen Dingen aber, wie ist das Gesetz angenommen worden? Und gibt es inzwischen auch eine gewisse Sensibilisierung, die Sie sich ja auch erhofft haben und die Herr Ferraldoni ja auch angesprochen hat. Ist da was zu spüren? Ja, vielen Dank erstmal von mir. Herzlich willkommen quasi oder viele Grüße aus Berlin nach Nordrhein-Westfalen. Ich war, glaube ich, relativ entspannt, was diese ganzen Befürchtungen um das LADG anging, weil ich ja, wie auch Isabel Teller, wir kennen uns ja schon lange auch aus dem ADVD, die Implementierung des AGG schon begleitet hatte. Und da war es ja ganz ähnlich. Auch da gab es Befürchtungen, die hochgespielt worden, die medial transportiert worden, die allesamt nicht eingetreten sind. Und so ist es auch beim LADG. Beim LADG würde ich aber sagen, im Unterschied zum AGG ist die Erfolgsgeschichte dieses Gesetzes doch sehr erstaunlich. Also ich bin selbst überrascht, wie gut dieses Gesetz in Berlin angenommen wird. Und wenn ich Berlin sage, dann meine ich die Stadtgesellschaft, aber auch die Verwaltung. Und wenn ich Stadtgesellschaft sage, dann meine ich zum einen die Zivilgesellschaft, also auch Vertreterinnen von Verbänden, von Antidiskriminierungsorganisationen, aus Communities, die heute schon gesprochen haben. Für die ist das Gesetz ganz, ganz wichtig als Signal. Ihr wurdet gehört, ihr gehört dazu, aber auch für die Legitimation ihrer Arbeit. Worauf ich immer wieder hinweise, in dem Gesetz ist ja auch verankert, dass eine effektive Beratungsstruktur gefördert wird. Damit sind quasi Antidiskriminierungsbüros, unabhängige zivilgesellschaftliche Stellen gesetzlich geschützt, würde ich sagen. Das ist ein Riesenerfolg, der gar nicht so oft bedacht wird in dem Gesetz. Und das würde ich quasi dem Landesgesetzgeber in Nordrhein-Westfalen auch gerne mit auf den Weg geben. Also das ist die Zivilgesellschaft, die organisierte Zivilgesellschaft,
die mit diesem Gesetz arbeitet, die sich auf dieses Gesetz beruft, die dieses Gesetz von Anfang an unterstützt hat. Und dann gibt es natürlich, sage ich jetzt nochmal, die nicht organisierte Stadtgesellschaft, die Bürger und Bürgerinnen, die von Diskriminierung betroffen sind. Und da merken wir, dass dieser breite und horizontale Schutz, den das Gesetz verleiht, sehr gut angenommen wird. Es gibt ja insgesamt 13 Diskriminierungsgründe im LADG und im Unterschied zum AGG gibt es auch keinen hierarchisierten Rechtsschutz. Also die stehen alle auf einer Ebene. Da muss man, wenn es jetzt um Diskriminierung wegen der Sprache geht, gar nicht mehr den Umweg nehmen über die mittelbare Diskriminierung. Das kann auch einfach eine unmittelbare Diskriminierung sein, weil es eben ausdrücklich drinsteht. Auch die antisemitische Zuschreibung ist ausdrücklich aufgenommen. Der soziale Status, dazu haben wir schon vorhin was gehört. Also ein sehr, sehr breiter Schutz. Und mit Blick auf die Rechtfertigungsgründe sind die auch immer gleich. Das heißt, das Signal ist klar und das funktioniert dann auch in der Anwendung so, dass alle Diskriminierungen gleich schwer wiegen. Also das ist genauso ein Gesetz für die Kopftuch tragende Muslimin wie für die alte christlich sozialisierte Frau, wie vielleicht für ja den Berliner Polizisten, der auch mal ins Bürgeramt geht und vielleicht eine schlechte Erfahrung macht, weil er schwul ist. Also das ist ein Gesetz für alle und das wird auch in der Stadtgesellschaft sehr gut angenommen. Mit Blick auf die Verwaltung finde ich es auch sehr spannend. Ich habe ja sehr, sehr viel Kontakt, weil wir konkrete Beschwerden bearbeiten und diese Kompetenzen auch an der Ombudsstelle, die Isabel Teller angesprochen hat, ja auch da sind. Also wir können um Stellungnahme, um Auskunft bitten und die erhalten wir dann auch. Und da merken wir, dass das Gesetz tatsächlich vielleicht auch, weil es so viel diskutiert wurde, auch in der Verwaltung bekannt ist und dass die Angst vor diesem Gesetz relativ schnell zu nehmen ist. Da möchte ich auch noch erwähnen, dass zeitgleich oder kurz nach dem LADG auch eine Rahmendienstvereinbarung zum LADG hier erlassen wurde, wo nochmal auch die Rechte und Pflichten von Beschäftigten in der Berliner Verwaltung, aber auch in den ja, Kultureinrichtungen des Landes etc. nochmal geregelt sind. Also das Gesetz führt auf der Ebene auch zu viel Rechtssicherheit. Und Isabel Teller hat vorhin so schön gesagt, was wichtig ist bei Antidiskriminierung, ist, dass Diskriminierung sichtbar und besprechbar wird. Und das dazu trägt das LADG ganz entschieden bei. Ich glaube, diese Debatte, ob es jetzt Diskriminierung in der Verwaltung und in Behörden gibt, ja oder nein, die brauchen wir in Berlin jetzt nicht mehr so viel führen. Das ist klar, natürlich, das gibt es. Das gibt es auch in unserer Verwaltung. Aber wir nehmen es ernst. Und das heißt nicht, dass es ganz weggeht, aber wir nehmen das quasi auch als Verwaltung an, dass es zu Diskriminierungen kommt. Und wir unterstützen Bürger und Bürgerinnen dabei, dagegen vorzugehen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, Klagen. Auch da ist es so wie beim Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Die meisten Menschen wollen nicht klagen. Die Klagen, die ich in Berlin kenne, die kann man tatsächlich an der Hand abzählen. Aber unsere Intervention als Ombudsstelle, die führen dann zu so Dingen wie, es gab jetzt erstmals, würde ich sagen, in der Geschichte der Berliner Polizei, in einem Fall von Racial Profiling eine Entschuldigung. Ja, das ist tatsächlich ein Kulturwandel. Auch in meinem regen Austausch mit der Polizei, dann erreicht man natürlich Leute dort, die auch für dieses Thema offen sind. Und die gibt's auch. Mit denen können wir zusammenarbeiten, die können dann wieder innerhalb der Struktur wirken. Also auch jenseits von Klagen oder gerade jenseits von Klagen ist dieses Gesetz absolut unterstützend. Diskriminierung aus dem weichen Thema zu einem harten Thema zu machen und das wird jetzt mein letzter Punkt sein. Das heißt natürlich auch in der Aus- und Weiterbildung. Das hat Karim Feriduni schon sehr schön ausgeführt. Vermittelt über ein Gesetz, also quasi die Pflicht, die Kür durchzuführen und über Vielfalt und Diskriminierung ins Gespräch zu kommen. Und das funktioniert natürlich auch sehr gut. Und das ist auch bei uns im zweiten Teil des LADG verankert, dass diese Fort- und Weiterbildung mit Blick auf Antidiskriminierung und Diversität quasi dazugehört, dass das auch in die Bewertung von Beschäftigten des Landes einbezogen wird, dass Führungskräfte verpflichtet sind, LADG-Fortbildungen zu machen. Und wir haben eine unheimlich hohe Anfrage, was diese Fortbildungen angeht. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass es super gut angenommen wurde. Also ich bin tatsächlich, ich kann natürlich jetzt auch noch über Schwächen dieses Gesetzes sprechen, was kann man alles noch besser machen. Aber ich würde sagen, nach einem Jahr, das Ding ist ein echter Erfolg. Und ich kann mir nur wünschen, dass Berlin nicht mehr lange allein bleibt mit so einem Landesantidiskriminierungsgesetz. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Wobei, so ganz schnell will ich Sie gar nicht gehen lassen, weil tatsächlich, Frau Liebscher, würde mich schon interessieren, was Sie sagen, so nach einem Jahr, was man besser machen könnte, weil es uns geht es ja genau darum, auch vielleicht aus den Erfahrungen, nicht nur aus den positiven, die es ja wirklich gibt, das haben wir ja auch in dem einem Jahr alle so
mitverfolgen können, aber auch vielleicht mal einen Punkt, wenn Sie nennen würden, so ein Punkt wäre doch nochmal wichtig, was Sie uns gerne hier in NRW mitgeben würden, was man hier besser und anders machen kann. Ich glaube, ich würde Ihnen zwei Punkte mitgeben. Ich gebe Ihnen zwei Punkte mit. Das eine ist tatsächlich nochmal die Diskriminierungskategorien, da nochmal darüber nachzudenken, ob man vielleicht ein paar Diskriminierungsrealitäten noch besser abbildet. Bei uns, ich merke zum Beispiel jetzt in der Ombudsstelle, wir bekommen viele Beschwerden, berechtigte Beschwerden von alleinerziehenden Frauen, die diskriminiert werden. Das müssen wir dann immer wieder so ein bisschen versuchen, in den sozialen Status mit aufzunehmen. Also der Familienstand wäre zum Beispiel so ein Punkt, da könnte man nochmal nachdenken, den explizit zu nennen. Es gibt ja auch schon lange die Forderung, das Gewicht mit aufzunehmen. Auch das, finde ich, kann sinnvoll sein. Also da nochmal zu schauen, ist der Diskriminierungsschutz mit Blick auf die persönliche Betroffenheit wirklich weit genug. Und das Zweite, das sind tatsächlich Ressourcen. Die Ombudsstelle und auch natürlich, wenn bei Ihnen, die Ombudsstelle ist ja nicht allein, sondern ist natürlich eingebettet in der Landesantidiskriminierungsstelle, wo ganz viel von diesen ganzen Strukturprogrammen, zum Beispiel mit Blick auf Weiter- und Fortbildung, ja geleistet werden. Wenn man so ein Gesetz auflegt, dann muss man auch für die Ressourcen sorgen. Also wir sind in der Ombudsstelle sehr, sehr dünn personell besetzt und das bringt uns an Grenzen in unserer Arbeit und das finde ich schade und ich glaube, wenn da der Landesgesetzgeber so ein bisschen weitblickender gewesen wäre, dann müssten wir das, genau, dann wären wir auch mit Blick auf Beschwerdemanagement in der Ombudsstelle und mit Blick auf strukturelle Veränderungen im Land jetzt schon noch ein Stück weiter. Ja, vielen Dank, dass Sie noch darauf eingegangen sind, doch noch mal ein paar Punkte zu erwähnen, die wir hier berücksichtigen sollten. Ich finde es sehr spannend, dass Sie doch gesagt haben, Diskriminierungskategorien sich noch mal anzugucken, weil Sie ja in Berlin gerade auch mit den Diskriminierungskategorien ja wirklich auch schon recht weit waren. Aber leuchtet mir ein, dass da vielleicht doch noch mal die eine oder andere Kategorie noch mal Berücksichtigung gesondert finden sollte. Ich hätte ganz viele Aspekte, die ich vielleicht hier gerne noch angesprochen hätte, wollen würde, aber ich finde das immer so unfair, wenn man hier so die Möglichkeit hat, dass dann die aber aus der Ferne zuschauen, nicht eigentlich schnell zu Wort kommen. Und deshalb würde ich doch gerne mal schauen, welche Fragen wir so im Bereich im Chat schon haben, was da eingegangen ist. Liebe Freier, kannst du da jetzt schon mal sagen, ist da einiges eingetrödelt bei dir? Wenn nicht, machen wir hier gerne noch weiter. Nein, es ist, hält sich eigentlich gar nicht still hier, der Chat tatsächlich. Also wir haben relativ viele Fragen, auch sehr unterschiedliche Fragen. Also teilweise war eine Frage, die ich mal voranschicken möchte. Ich glaube, die lässt sich relativ schnell klären. Reden wir bei Diskriminierung nur über aktive, bewusste Akte? Was ist mit unsichtbaren Benachteiligungen, eben struktureller Diskriminierung, gemeint? Also vielleicht das nochmal kurz zur Klärung, was sozusagen bewusst und intendiert ist. Das würde ich bitten, vielleicht nochmal kurz zu erklären. Dann ist eine Frage eingegangen zu den Zahlen, die wir haben in NRW. Also wie viele Diskriminierungsfälle werden erfasst, wo werden sie erfasst und inwieweit gibt es dort eben auch eine große Dunkelfeld oder ein Dunkelfeldbereich, was Diskriminierung angeht. Dann war eigentlich ein Hinweis, dass in Baden-Württemberg schon ein LADG im Koalitionsvertrag verankert ist und bereits im Vorfeld sich ein zivilgesellschaftliches Bündnis zusammengeschlossen hat, um die Handlungsnotwendigkeit ein bisschen abzustecken. Das, glaube ich, ist auch nochmal ein Punkt, den man gut diskutieren kann, inwieweit die Zivilgesellschaft eben auch mitgenommen werden muss bei der Entwicklung eines Landesantidiskriminierungsgesetzes. Und genau, dann gab es noch eine Frage, ich würde sie fast an dich richten, Berivan, und zwar, wie das aussieht mit der Verabschiedung des Teilhabeintegrationsgesetzes, Verabschiedung, so. Und zwar, dass der neue Paragraph 7, der Antidiskriminierungsparagraf, inwieweit würde vielleicht diese Einführung dieses Paragraphen einen LADG verlangsamen oder den Prozess zu einem LADG verlangsamen? Soweit erstmal. Ja,
Wunderbar. Ich nehme natürlich die Frage auch nochmal gerne mit, aber die können wir auch in die Runde nochmal stellen. Aber fangen wir doch mal an, weil ich glaube, dass das tatsächlich für die Diskussion und für die Debatten immer wieder wichtig ist. Über welche Form von Diskriminierung reden wir eigentlich, wenn wir Diskriminierung reden? Ist es die sehr klar halt als Diskriminierung motivierte, die bewusste, es ist die strukturelle. Könnten Sie, Frau Teller, vielleicht gerne dazu auch direkt eingehen? Ja, gerne. Nein, wir reden nicht nur über die intendierte Diskriminierung, sondern auch über strukturelle Diskriminierung bzw. mittelbare Diskriminierung. Mittelbare Diskriminierung kommt häufig versteckt daher. Beispielsweise also ein im GBB in Aachen sehr häufig vorkommendes Beispiel ist die Verweigerung von Geburtsurkunden für Neugeborene von außereuropäischen Eltern. Und zwar hat das den Hintergrund, dass die Dokumente, die Heimatdokumente der Eltern nicht anerkannt werden, ihre Identität deswegen nach deutschen Vorschriften als ungeklärt gilt. Und solange das ungeklärt ist, werden die Geburtsurkunden nicht ausgestellt. Das heißt, und dieser Status hält sich oft über leider Jahre, muss man sagen. Manchmal ist es auch ein bisschen kürzer, aber wir haben durchaus Fälle, wo Kinder 6 Jahre oder länger auf der Welt sind und keine Geburtsurkunde haben. Und das ist so ein klassischer Fall. Die Gesetze greifen das nicht. Ja? Da handelt es sich um, ich nehme mal an, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften vielleicht, ich weiß es selber nicht ganz genau. Und das sind also vielleicht vom Gesetz oder sicherlich vom Gesetzgeber nicht intendierte Diskriminierungen. Ja, das Personenstandsgesetz ist da neutral, die Vorschriften sind neutral, aber dadurch, dass bestimmte Personengruppen die Voraussetzungen nicht erfüllen oder nur sehr schwer mit sehr großem Aufwand erfüllen können, wirkt sich ein Gesetz, eine Vorschrift, eine Verwaltungsvorgabe diskriminierend aus. Das heißt zum Beispiel in einem ganz konkreten Fall würde es ja bedeuten, also ich kenne diese Fälle übrigens auch, also aus der Perspektive als flüchtlingspolitische Sprecherin, ja, weil es ja auch sehr oft Menschen betrifft, die hier hingeflüchtet sind. Aber nicht nur. Ja. Genau. Oder aus Ländern sind, wo es halt auch schwierig ist, nochmal an Dokumente zu kommen und dass da wirklich die Kinder betroffen sind. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, da Lösungen zu finden, aber hätten wir das ganz fest geregelt durch ein Landesantidiskriminierungsgesetz, dann könnten, sondern dann müssten die Verwaltung es ja sogar klären, weil es ja sonst halt diskriminierend wäre. Das ist die große Frage, wie genau oder was genau ein solches Landesantidiskriminierungsgesetz regelt. Und da würde ich gerne vielleicht auch Doris Liebscher gleich noch zu befragen oder zu hören. Das war der Grund, warum ich eben darauf hingewiesen habe, dass wir unbedingt auch so eine Ombudsfunktion mit weitreichenden Kompetenzen brauchen, weil ich glaube, dass dieser spezielle Beispielsfall, den ich geschildert habe, gar nicht unbedingt durch gesetzliche Regelungen zu lösen wäre, sondern hier bräuchten wir erst einmal Zahlen, wie viele solcher Fälle bei nordrhein-westfälischen Standesämtern gibt es, von welcher Dauer und also wie groß ist das Problem, und so etwas könnte dann aus meiner Sicht die Aufgabe einer Ombudsperson sein, das erst einmal festzustellen, den Diskriminierungssachverhalt aufzuklären, und dann könnte man mit den entsprechenden Stellen ins Gespräch gehen und beispielsweise Verwaltungspraxis ändern. Ja. Von oben nach unten muss das laufen. Genau. Ja? Das ist ja ein ganz konkreter Vorschlag tatsächlich, zumal wir ja auch gehört haben, dass die meisten betroffenen Menschen ja gar nicht auch so ein Interesse daran haben, unbedingt zu klagen oder gesetzlich richtig vorzugehen, sondern dass sie einfach eigentlich die Lösung haben wollen, die sehr oft ja auch sehr pragmatisch herbeizuführen sind tatsächlich. Und dafür aber wir dann entsprechend auch eine Stelle bräuchten, die mit den Befugnissen
dafür ausgestattet ist, die so eine Stelle fordern wir Grüne hier in der Landtagsfraktion übrigens schon länger und finden auch unabhängig davon, ob es jetzt ein Landesantidiskriminierungsgesetz gibt oder nicht, so eine Stelle auch hätte schon längst eingerichtet werden sein können, auch als Stärkung der bereits existierenden einzelnen Antidiskriminierungsstellen in der Tat. Ja, und vielleicht doch nochmal auch an Sie, aber dazu kann gerne auch Frau Liebscher nochmal auch Bezug nehmen gleich, aber für Sie auch nochmal vielleicht die Frage, wie viele Fälle von Diskriminierung sind eigentlich so bekannt und wie sieht es aus mit Dunkelfeld? Ja, das Dunkelfeld, da kann ich natürlich keine Zahlen leider nennen, aber also die landesgeförderten Antidiskriminierungsbüros sind seit 2019 hatten wir, mittlerweile sind es 42, aber 2019 und 2020 hatten wir 13 Standorte. Mhm. 2019 hatten wir rund 450 Anfragen und 2020 rund 700. Das zeigt also schon mal, dass da die Zahlen deutlich steigen, dass sagt ja auch die Zahl von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die auch wegen Corona, aber bei weitem nicht nur wegen Corona, also Diskriminierungsfällen im Zusammenhang mit Corona, die haben ja ihre Zahlen, glaube ich, mehr als verdoppelt im vergangenen Jahr. Also eine enorme Steigerung. Und die Zahlen von 2021, seit wir 42 Standorte, Beratungsstandorte in NRW haben, die liegen uns leider erst Anfang nächsten Jahres vor. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Sie haben die Dunkelziffer angesprochen. Ich schätze die Dunkelziffer relativ hoch ein, auch wenn Diskriminierung mittlerweile ein gesamtgesellschaftliches Thema geworden ist. Das hat vielfältige Hintergründe. Ich glaube, dass beispielsweise von rassistischer Diskriminierung betroffene Personen vielleicht entweder Beratungsstellen nicht kennen oder zu anderen Beratungsstellen auch gehen, also beispielsweise zu Migrantenorganisationen und da Unterstützung suchen. Mhm. Ja? Also es ist nicht nur die landesgeförderte Struktur, die da Unterstützung anbieten kann und da oder andere Beratungseinrichtungen mit speziellen, die für spezielle Zielgruppen da sind. Das macht es ein bisschen schwierig, die Gesamtzahlen herauszufinden. Also bräuchte es ja dazu eigentlich auch nochmal gesondert eine Studie eventuell. Es bräuchte eine Studie und auch da würde eine Landesantidiskriminierungsstelle helfen, weil ich kann mir vorstellen, wenn es eine Landesstelle, also ja, eine Landesstelle gibt, wo man Diskriminierung melden kann, dann würden viele sich auch an die LADS wenden, die dann gegebenenfalls, also sinnvoll wäre das, an die existierenden Beratungsstrukturen weitervermitteln würde für die weitere Unterstützung. Ja, okay. Von Ihnen noch ein Punkt, den Sie gerne aufgreifen möchten, die Zugeschalteten? Frau Liebscher, ich glaube, Sie wurden direkt angesprochen von Frau Teller. Genau, ich kann das bestätigen. Bei der Ombudsstelle, unser Mandat sind ja die Bearbeitung von Beschwerden nach dem LADG, also öffentliches Handeln des Landes. Trotzdem erreichen uns ganz, ganz viele andere Beschwerden auch, also AGG-Beschwerden, Beschwerden, Diskriminierung durch Nachbarn etc. Da machen wir Verweisberatung. Also das wird tatsächlich sehr gut angenommen als eine ja auch sehr sichtbare Stelle. Zugleich ist es so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sich eben gar nicht direkt bei uns melden, sondern nur über Beratungsstellen. Und das sind natürlich diejenigen, die die geringste Beschwerdemacht haben, die das größte Berührungsängste mit Behörden haben, aus Gründen, zum Beispiel Romja, zum Beispiel geflüchtete Menschen, die eben Angst haben, dass wir was machen zum Beispiel. Also wir fragen dann auch, sollen wir agieren, sollen wir eine Stellungnahme einholen und die wollen es dann nicht. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen sage ich immer, habe ich vorhin schon gesagt, also quasi die Absicherung von unabhängigen Beratungsstrukturen ist genauso wichtig wie gute staatliche Stellen und das genau am besten Hand in Hand. Ich wollte auch noch was zur institutioneller, struktureller, bewusster, unbewusster Diskriminierung sagen.
Ja, das ist wirklich gut, eine Stelle zu haben, die quasi in der Verwaltung sitzt, die Verwaltung gut kennt, um zum Beispiel dann so diskriminierende Formulare, wenn da sich jemand beschwert, also ich sage jetzt mal, sag auch mal ein Beispiel, bei der Schulanmeldung, wenn da in den Anmeldeformularen überall nur Vater und Mutter steht, dann ist das natürlich für ganz, ganz viele gleichgeschlechtliche Eltern eine Diskriminierung. Und wenn da ein so ein Fall an uns herangetragen wird, können wir natürlich darauf drängen, und das stößt absolut auf offene Ohren, dass dann alle Formulare geändert werden. Das ist natürlich super, wenn man da so eine behördlich verankerte Stelle hat. Es gibt aber auch, da bringe ich jetzt doch noch mal einen Punkt, was Grenzen auch des LADG angeht. Es gibt natürlich auch Diskriminierungen, die an uns herangetragen werden, wo wir merken, hier geht es um Strukturen, um institutionelle Regelung, wo es um Bundesrecht geht, also wo Landesbehörden Bundesrecht umsetzen. Und da stoßen wir natürlich dann, da stößt ein LADG an die Grenze, weswegen ich auch immer dafür plädiere, da auch noch mal in Richtung eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes zu schauen. Und das allerletzte, es ist natürlich auch schwer und eine Herausforderung, mit bewussten Diskriminierung umzugehen. Und die gibt es ja auch. Ja, und das merke ich, dass das im konkreten Kontakt mit Bürgerämtern, wo diskriminiert wird, Polizei, wo diskriminiert wird, eine große Herausforderung ist, aber auch eine Chance, darüber ins Gespräch zu kommen, was Diskriminierung eigentlich bedeutet. Also quasi, wo die Grenze von unbewusst zwischen bewusst ist, wo zum Beispiel rassistisches Wissen, was wir alle, also was viele, die meisten von uns internalisiert haben, dann im Handeln Ausdruck findet, und dass das bewusstes Handeln eben auch nicht heißen muss, das richtig ideologisch, bösartig, absichtlich zu machen. Also ich glaube, an diesen Grenzlinien leistet Antidiskriminierungsarbeit als rechtliche Antidiskriminierungsarbeit immer auch ganz, ganz viel nochmal, ja, Aufklärungsarbeit, was Diskriminierung eigentlich ist. Ja, vielen Dank nochmal auch für die ergänzenden Erläuterungen. Ich sehe, dass tatsächlich im Frage-Chat ganz viel hier eintrudelt, ganz viel eingeht. Deshalb muss ich mich schon wieder zurückhalten. Aber eine Frage, die sich ja auch konkret an mich gerichtet hat, so ein bisschen als eine Politikerin, die natürlich in dem Prozess mit involviert ist, Teilhabe- und Integrationsgesetz. Das wird derzeit ja in NRW novelliert und es ist noch im Prozess. Und wir nehmen es natürlich mit dem Konsens, mit dem Integrationskonsens der demokratischen Fraktion sehr ernst. Das heißt, wir möchten, wie auch in der Vergangenheit, halt auch hier noch einmal schon im Konsens nochmal das Teilhabe- und Integrationsgesetz novellieren. Und da ist ein Schwerpunkt auch auf die Antidiskriminierung gesetzt. Und das finden wir auch erst einmal gut, dass somit halt ein Stück die Arbeit vor allen Dingen der Antidiskriminierungsstellen auch nochmal verstetigt wird, eventuell durch die Novellierung, und vor allen Dingen aber halt auch sehr wohl Antidiskriminierung dadurch den Paragraphen 7 sehr stark im Zentrum steht. Die Frage ist jetzt natürlich, wird dadurch eventuell ja ein Landesantidiskriminierungsgesetz für unnötig erklärt oder abgewertet oder verlangsamt? Das sehe ich überhaupt nicht so, das sehen wir überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Man könnte sogar meinen, dass sich ja vielleicht sogar aus dem Paragraphen 7 nochmal eine Handlungsverpflichtung eigentlich abzuleiten ist, weil nämlich der Paragraph 7, der vorgesehen ist bei der Novellierung, halt eigentlich auch eine Selbstverpflichtung ist, das Land wirklich auch konsequent gegen Diskriminierung vorzugehen. Und daraus könnte sich ja auch ableiten, dass es ja wohl eigentlich auch ein Landesantidiskriminierungsgesetz braucht. Also deshalb glaube ich nicht, dass es eigentlich in der Sache schädlich ist. Ganz im Gegenteil, das kann es nochmal fördern. Aber das Teilhabe- und Integrationsgesetz ist nicht dafür da, ist nicht der Ort, um wirklich halt die gesetzlichen Lücken, die es gibt, in unterschiedlichen Bereichen abzudecken. Und Diskriminierung ist halt nicht nur eine Sache, die Menschen betrifft, die eine Migrationsgeschichte haben oder als solche gelesen werden, sondern ja viel umfassender ist. Und deshalb finde ich, dass das jetzt nicht der Ort ist. Aber der Aspekt der Antidiskriminierung in dem Gesetz auf jeden Fall schon mal die Debatte auch gut vorantreiben kann. So, das dazu. Ich sehe gerade, der Hinweis kommt auch, wir haben nur noch 5 Minuten. Oje, oje. Okay, dann Freya, gebe ich doch nochmal zurück an dich. Welche Fragen sind nochmal eingegangen, die wir unbedingt hier erörtern sollten? Wohlgemerkt, wir haben nur noch 5 Minuten.
Ja, also ich versuche es auch mal auf zwei zu beschränken. Es trudeln immer noch ein paar ein. An Doris Liebscher vielleicht direkt die Frage, ist das Diversity-Landesprogramm von Berlin ein Teil des Maßnahmenpakets des LADG Berlin gewesen? Und eine andere Frage war, bezog sich sozusagen auf die Umsetzung des LADG NRW, wenn es das mal gibt, auf die kommunale Ebene. Und da ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage anzuschließen, die würde ich jetzt mal so hinterher schicken. Ja, Berlin ist eben Stadtstaat und NRW ein Flächenland, wo natürlich auch die Umsetzungsmechanismen und Herausforderungen ein bisschen andere sind. Genau, also insofern glaube ich, dass das vielleicht auch so ein bisschen in der Frage sozusagen mitschwang. Ich würde sagen, damit können wir auch von hier aus so ein bisschen das abschließen. Ja, genau. Spannend. Okay, fangen wir dann mit der Frage an Frau Liebscher nochmal an. Ja, das Diversity-Maßnahmenprogramm wurde ja kurz nach dem LADG verabschiedet und geht tatsächlich auch ja entscheidend mit zurück oder hat noch eine, sag ich mal, eine entscheidende Stütze gefunden im Paragraph 12 des LADG. Und das wird ja auch in der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, wo ja die Ombudsstelle Teil von ist, von dem Referat Diversity hier koordiniert. Deswegen greift das auch die ganze Zeit sehr gut ineinander. Und die Ombudsstelle kann ja zum Beispiel Handlungsempfehlungen aussprechen, wenn es zu einer Diskriminierung kommt. Und dann kann natürlich oder ist dann sehr oft auch eine Handlungsempfehlung eben in bestimmten Bausteinen aus diesem Diversity-Maßnahmenplan nochmal herauszugreifen und dann ja genau eine bestimmte Strukturmaßnahme oder eine bestimmte Schulung durchzuführen. Insofern gehört das ja sehr gut zusammen und passt sehr gut zusammen. Wir hatten noch die Frage, inwiefern ein Landesantidiskriminierungsgesetz auch gegen Diskriminierung auf kommunaler Ebene effektiv sein kann. Tatsächlich auch mit dem Hinweis natürlich, dass ein Landesantidiskriminierungsgesetz in NRW ja nochmal eine andere Wirkungskraft hat als in Berlin, weil es ja halt ein Flächenland ist. Ja, aber dennoch, also es kommt natürlich auf die konkrete Ausgestaltung an, die ja nicht identisch sein muss mit dem Berliner LADG, das müssen wir abwarten. Aber wir brauchen, also ein Hauptziel eines solchen LADGs ist ja, dass auch hoheitliches Handeln, also vor diskriminierendem Handeln öffentlich-rechtlicher Einrichtungen, unter anderem eben auch Behördenhandeln, Schutz gewährleistet wird. Und insofern wäre davon auch kommunales Handeln erfasst. Mhm, ja? Genau. Also das heißt, das sind ja halt dann nicht nur Landesbehörden, sondern das sind ja halt auch kommunale Behörden. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, das, glaube ich, zu erwähnen tatsächlich. Und vor allen Dingen, also Herr Tischbierek hat ja auch aufgeführt, dass in dem Bereich, wo es ja auch eine Lücke gibt, halt die staatlichen Dienstleistungen betroffen sind. Staatliche Dienstleistungen, das ist natürlich Strom, also Gas- und Wasseranbieter, das sind Verkehrsbetriebe, das sind aber auch Wohnungsgesellschaften, die halt in kommunaler Hand auch teilweise sind. Das wären zum Beispiel auch sicherlich die Bereiche, die ja auch betroffen worden wären. Ich habe hier noch eine Notiz, die ich aber gar nicht lesen kann, weil ich gerade kurzsichtig bin und meine Brille nicht dabei habe. So ist das halt, ne? Ferraidone. Ja, okay, gut. Darauf wäre ich auch hingekommen tatsächlich. Aber einen Hinweis nochmal finde ich ganz wichtig. Es ist nochmal genannt worden, das Bavü, ja, das in Baden-Württemberg die Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Akteuren sehr zentral ist. Und das ist für uns auch nochmal, weil wir ja auch die Debatten in Berlin übrigens mitbekommen haben, wie wichtig es ist, wirklich sehr frühzeitig breit auch alle in diesen Prozess, in diese Debattenführung, Diskurs auch mit einzunehmen. Und das war mir sehr wichtig und deshalb ja auch dieser Start, dass wir erst einmal mit einem Gutachten, was wir öffentlich gemacht haben, die Veranstaltung, es werden ganz viele andere Veranstaltungen auch noch folgen. Und Herr Ferraidone, da wäre es mir ganz wichtig auch, weil mit denen werden wir nochmal, glaube ich, nochmal gesondert auch wirklich nochmal in den Austausch kommen, auch mit der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zum Beispiel. Also Sie stehen ja hier
für den Bereich der Diskriminierung Schule, Hochschule. Und wenn wir an Diskriminierung an Schule denken, dann ist es sehr oft immer so, dass eine Diskriminierung von Lehrerschaft oder Schulleitung gegenüber Schülerinnen existiert. Ja, das ist so die klassische Vorstellung. Aber haben Sie eigentlich auch Erfahrungswerte? Wie sieht es so im Klassenzimmer aus? Und welche Verbände gibt es da, die man da auch nochmal mit aufnehmen sollte? Gibt es da halt auch Organisationsstrukturen, zum Beispiel von Verbänden, von Lehrerinnen und Lehrern mit Migrationsgeschichte und? Und welche, was glauben Sie auch aus Ihrer Perspektive, worauf wir in dem Prozess nochmal denken sollten, wenn wir noch zusätzlich alles mit ins Boot holen sollten? Ich glaube, die Einbeziehung von Verbänden und gesellschaftlichen Initiativen und NGOs ist ganz, ganz wichtig, weil unterschiedliche Perspektiven dann auch nochmal dargestellt werden könnten. Also ich denke da beispielsweise an unterschiedliche Migrantinnen-Selbstorganisationen, an die ISD, also die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, an den Zentralrat der Juden in Deutschland, an Stiftungen wie zum Beispiel Avicenna oder ELIS, also die muslimische Stiftung und die jüdische Stiftung. Es gibt ganz unterschiedliche, EOTO beispielsweise, mit Sitz zwar in Berlin, aber doch bundesweit vernetzt. Es gibt ganz, ganz viele Träger, auch WissenschaftlerInnen, sollten sicherlich mit berücksichtigt werden, weil es ja auch darum geht, Politik zu machen anhand konkreter Zahlen. Und wenn Sie eine Studie ansprechen, die es noch nicht gibt, dann müssen Sie natürlich auch Zivilgesellschaften und auch die Wissenschaft ansprechen. Und Diskriminierungen kommen ganz, ganz vielfältig vor im Bereich Schule. Also es geht nicht nur um Diskriminierung von Lehrkräften gegenüber SchülerInnen, sondern auch innerhalb der SchülerInnenschaft, aber auch innerhalb des Kollegiums. Rassismus, Diskriminierung im Allgemeinen, Antisemitismus spielt sich nicht nur auf dem Pausenhof oder im Klassenraum, sondern auch im LehrerInnenzimmer und auch in der Ausbildung von Lehrkräften im Hörsaal ab. Deswegen müssten Sie eigentlich viele Personen, auch sogenannte Betroffenenverbände, befragen, also Personen, die tatsächlich von diesen Diskriminierungen betroffen sind, nicht nur Expertinnen oder vermeintliche Expertinnen, die dazu Bücher geschrieben haben, sondern auch Personen, die davon betroffen sind. Und ich glaube, das wird Ihnen auch gelingen, wenn Sie das breit streuen. Sinti und Roma gehören wahrscheinlich natürlich auch dazu. Also ganz, ganz breite, unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen, die zu bündeln, damit die Expertise von allen Personen dargestellt wird in einem solchen Gesetzesvorhaben. Ja, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis. Ich möchte die Gelegenheit nutzen. Wir hätten noch so viel eigentlich hier erörtern können, aber die Zeit drängt und ich finde die rege Beteiligung auch nochmal im Chat, aber auch hier die ganzen Impulse, die geliefert worden sind, zeigen, dass wir unbedingt noch eine Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe brauchen und dass wir weiter diese Debatte führen müssen, auf jeden Fall. Ich danke Ihnen, Frau Teller, dass Sie hier hingekommen sind, mit im Studio waren. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihre wichtigen Impulse. Und wir bleiben natürlich im Austausch. Und ich danke natürlich nach Berlin, dafür, dass ihr so mutig wart, den ersten Schritt zu gehen. Dafür, dass ihr vor allen Dingen erst einmal mit so einer Wucht an Empörung ja sozusagen das Ganze angegangen habt. Und es scheint sich ja jetzt wieder auch vieles geklärt und auch geruht zu haben. Danke für die wichtigen Impulse, die ihr uns auch liefert, was gut läuft, worauf wir achten sollen, aber was wir vielleicht auch nochmal besser machen können. Dafür sind wir dir, ich sag mal Frau Liebscher jetzt an der Stelle auch ganz offiziell, wie es sich gehört, ja, sehr, sehr dankbar weiterhin. Wir bleiben im Austausch und halten euch natürlich auch in Berlin auf dem Laufenden. Ich komme zum Schluss und wenn ich schon beim Dank bin, möchte ich natürlich auch dem Team hier, was nicht so sichtbar ist, aber ohne die so ein digitales Format ja gar nicht eigentlich machbar wäre, und zwar dem Technikteam des Landtages ganz, ganz herzlich danken.
das machen Sie wirklich großartig, wie Sie hier mit uns fiebern und sagen, ja, okay, das können wir vielleicht nächstes Mal sogar noch besser machen und uns ja auch so ein Stück wirklich auch immer wieder in dieses Format einführen. Ein Dank gilt vor allen Dingen aber auch unserer grünen Pressestelle, die das Ganze vorbereitet hat, angekündigt hat und auch heute nochmal mit unserem wunderbaren Fotografen Guido von Wieken auch begleitet hat. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Guido. Wahrscheinlich werden die Fotos auch nochmal sehr bald in den Social Media auch sichtbar sein. Ja, und nicht zuletzt, ganz, ganz besonderer Dank, liebe Freya, dass du wieder einmal so souverän hier verfolgt hast, wie die Debatten im Chat sich so entwickeln, die Fragen aufgegriffen hast. Danke dir, danke lieber Hasret, dass du jetzt auch hier in dieser Runde mitgewirkt hast und immer wieder auch fleißig mitgeschrieben hast, welche Fragen hier nochmal eingehen. Ja, und ganz besonders möchte ich natürlich auch meinem persönlichen Team, meinem Büro auch nochmal danken. Vielen, vielen Dank, Simone Nöller, Renas Şahin und auch an Fırat Yakşan, der an der Vorbereitung mitgewirkt hatte, jetzt nicht mehr im Team ist, sondern in Berlin ist, sich das Ganze aber vielleicht auch nochmal anschaut. In diesem Sinne, wir bleiben an den Debatten dran. Wir sehen, da ist Handlungsbedarf. Wir müssen die Lücken schließen, die es gibt. Wir müssen vor allen Dingen aber die Arbeit der Antidiskriminierungsstellen und der zahlreichen Verbände, die es gibt, und der Gruppen stärken. Und dafür braucht es ein Landesantidiskriminierungsgesetz. Und daran werden wir gemeinsam mit euch und Ihnen weiterarbeiten. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen.